like snow. When it falls in the wind, you know, and you, oh, you, you say you wanna dance. You're wearing, you know, you'll end up in the wrong hands, and you're having fun. Why don't you show your friends? You're having fun. What if it never ends? I'm lacking sincerity, but you don't care at all. Misusing cigarettes, trying to take me home. Falling in love just a million times, breaking it off with the feeling on ice. She's cold as December. I swear I've seen you before, holding your shoes in your hands, running out that door. And you, you are nothing, but you say you wanna dance. And you're worrying how you'll end up in the wrong hands.
Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier zum Montag. Der Stream heute leider etwas verspätet, denn ich bin bei der Arbeit irgendwie versunken und kam leider erst etwas spät raus. Deswegen beginnen wir jetzt erst mit dem Stream. Ist aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm, weil, soweit ich das auf dem Schirm habe, sind wir eh nur am Farmen. Gucken wir mal, wie es wird heute. Natürlich wieder grounded mit dem Charak, dem Nossi und den Eve. Und ja, gucken wir einfach mal, was passiert, würde ich sagen. Und dann schnacken wir nicht lange, sondern gehen direkt rein. So, ich muss mir noch kurz ist eingelagert. Wo ist es denn eingelagert? So. So, 4 Sprösslinge abholen. So. Pilze. Du hast es eingelagert. Jetzt muss ich es nur finden. Oder wo hast du es eingelagert, Nossi? Ich habe es einfach eingelagert normal. Du hast einfach N gedrückt. Okay, ja. Halt. Dann muss ich suchen. Oh, sorry. Was denn? Alles krieg ich hin. Bitte was, Ronny? Was denn? Es ist bei mir hier oben in der Restekiste gelandet. Ah, okay, ich komme. Hey, nice to meet you. Käfergut. That's what smiles. Brauche ich 2 Stück von. So, wo sind wir denn hier? Ah. Wieder da. Baby. Willkommen zurück. Hi, Ronny. Hi. Na, wie geht's? Ja. So. Ja. Wollen wir die Nacht einmal durchschlafen? Wir gerade noch was holen. Ich habe ja nichts zum Pennen. Also wollte ich gerade noch was holen. Die 2 Sekunden könnt ihr noch hier warten. Irgendwo ja, ist gut zum Pennen. Keine Ahnung. Bei den Pilzen hier, die großen, ne? Die holze ich ab und da kommen Flinkpilze rein. Nicht mehr die braunen, ne? Alles klar. Komm mal gerade rüber. I believe! Oh, ich lerne gerade mal die Dinge. Das war dann wohl doch noch weiter drüben. Ich finde meinen Bauplan nicht mehr. Wo ist da? Da ist das Raw Science und muss da auch irgendwo neben meinem Bauplan sein. Da, das steht da. Boing! 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 So, und einmal abreißen. Hast du länger gearbeitet heute, Ronny, oder wie? Naja, ich habe gearbeitet, habe immer hoch zur Uhr geguckt und dachte mir so, ist um 5, dabei war es aber um 6. Und dann so, als ich dachte, es ist 5:30, gucke ich so auf die Uhr, ist es ja schon 6:30. Darf ich nochmal in die Kiste? Ich habe aus dem Pilzball rausgenommen. Profis. Einfach mal eine Stunde länger gearbeitet. Ups. Ach, wir arbeiten auf einmal bis 7. Now you speak in my language. Ja, du. Ronny hat sich gedacht, heute war so gut, ich mach mal eine Stunde länger. Let's go. Okay, let's go. Okay. Ja, jetzt pennen gehen oder was ist jetzt? Ja, ich bin wieder auf dem Weg nach Hause. Ich bin gleich da. Benny ist noch da und Ding. Ich bin gleich da, hab ich gesagt. Ja. Mein satzigen Morgen schon eigentlich mal weglegen. Warte erstmal. Need to recharge. So, ich schlafe. Du hast den Bett gebaut. Dann kann Benny sich ja mal kurz ein, ihr habt doch da, wo wir bauen, da oben ist doch ein Zelt, also da könnt ihr doch bauen, könnt ihr doch schlafen. Achso, du bist da drüben. Ich weiß ja nicht, wo ich du bist. Ich nicht. Nee, ich bin an der Base. Ich auch. Ich bin ja, bevor ich essen gegangen bin, kurz rübergegangen, weil ich in Sicherheit stehe. So. Ich hole mir noch meinen Döner-Teller. Schön, kick das weg. Oh, das hab ich noch irgendwie Bock drauf.
So Leute, da bin ich wieder. Guten Tag. Schön, euch wieder zu sehen. Schon wieder kannte, schon gar nicht lange her. So. War aber heute eigentlich ein ganz ruhig, ganz schöner Tag. Nachdem der Praktikant da nicht gekommen ist, sonst hättest du noch was erklären müssen. Das wäre mir das geringste Problem gewesen, Benny. Ich stell mich da ohne Probleme hin und erkläre ihm auch was. Ich habe mich auch einmal am Samstag mit reingestellt und habe einem das Löten beigebracht. Hab nichts gemacht und wurde dafür bezahlt. Yay. Ja, das ist doch mal geil. Das muss auch mal sein. Weil im Endeffekt habe ich in der Firma gestanden. Ein bisschen was habe ich gemacht. Ich habe nicht die ganze Zeit in oben gestanden. Ich habe es ihm halt gezeigt. Dann habe ich meinem Arbeitskollegen, der auch noch da war, ein bisschen beim Biegen geholfen. Also im Prinzip habe ich eigentlich nichts gemacht, kann man sagen, fast. Du hast Hilfsarbeiten gemacht. Also wie immer. Oh. Ja, nee, nicht wie immer. Ich renne teilweise oft genug hin und her. Chat, ihr seht mich sofort wieder. Ich muss hier gerade nur meine Soße sauber machen. Meine Sauerei! Aber der Pilzpreis ist auch nicht 1:1, oder? Nein, ich wollte nicht schöpfen. So, Rinder in die Olga. Rinder in die Inder. Was? In die Olga. Ja. Hat denn jetzt Olga damit zu tun? Tja, das verrate ich dir nicht. Ronny ist schon wieder drüben. Du guckst nach dem Milchmuller, dem einen da. Was bin ich? Welcher eine Milchmuller? Den wir letztens nicht gefunden haben. Nicht Milchmuller, nicht in der Höhle, wo wir da rein wollten. Das so rum. Ach nee! Oh, ich bin ein Trottel. Oh, ja. Ich hab grad deinen Marker gesehen, hab gedacht, du wärst da. Ja, die Marker, So, es fehlen jetzt noch 3 Stück, ne? Dann haben wir an den nächsten letzten Ofengurt. Da werde ich mich gleich dran machen. Verdammt, ich hab meinen Katana geschmissen. So, besser. Dabei was kaputt gemacht. Ja, alles gut, Ronny. Du hättest ihn jetzt nicht wegmachen müssen, nur ich hab grad dich als, dein Marker als dich identifiziert. Also ich fühle mich, ich fühl mich als Mann. Hä? Nicht als Marker. Er fühlt sich nicht als Marker. Ja, gut, Ronny. Identifiziert sich als Mann, nicht als Marker. Mhm. Achso. Ich hab auch schon etwas viel Stängelholz hier rumliegen. Stängel. Er hat nicht, Stängel. Was du denkst. Hallo, such dir deine eigene Dingens. Könnt ihr auch sagen, such dir deine eigene Stängel. Oh, dann suchen wir, gucken wir mal, ob die nachgespawnt sind. Oh, das ist auch voll. Also, da drüben muss auch noch gemacht werden. Ja, ich sehe leider keinen. Weggestängelt. Also scheint es nicht so, dass sie nachgespawnt sind. Ja. Ich würde mal sagen, das sind noch einige Stängel, die wir brauchen. Quatsch, wie kommst du denn da drauf? Ja, keine Ahnung, ich bin mit dem Gebäude auch noch nicht fertig. Da kommt, bei dem einen kommt nochmal ein Doppeldach drauf. Also wenn das nicht hält, ne, dann bin ich Moses. Ja, vor allem das eine ist ja eigentlich auch noch nicht fertig, das kommt ja... Da kommt ja, würde ich eigentlich liebst noch eine Reihe draufpacken. Aber? Doch, das eine ist fertig, glaube ich. Nee, alles gut. Ich habe gerade einfach nur wieder Blödsinn gelabert. Nee, die Stängel sind ja leider nicht respawned. Die respawnen auch nicht nach einem Tag. Ja, nee, alles gut, hätte ja sein können. Ja, Chat, wir stängeln uns heute wieder ein. Hallo Wolfgang, schlaf schön weiter.
Wenn du wach wirst und mich nervst, stirbst du. Also Wolfgang, schlaf weiter. Und stör mich nicht. Und deines eigenes Wohles willen. Wer zu spinnen, wenn mich jemand nervt. Bist du Wolfgang? Nö. Bonnie, neue Stängel. Mhm. Na komm. Mein Fidget kaputt mal wieder. Ronny, eine kurze Frage, was ist das für eine, was für eine Qualität ich bei dir einstellen kann mit 936? Frag mich nicht, hat mir irgendwann mal irgendwer erzählt, dass das irgendwie besser ist. Ich habe mich auch schon bei Benny gewundert, deswegen, weil ich bei dir die Zahl gesehen habe, war ich noch so komischer. Irgendwas bei mir überhaupt einstellen kannst, also normalerweise solltest du das nicht können. 800 mal irgendwas. 860, also mittlerweile 800, ist es, mal 60. Mittlerweile 800. Ist es so, dass Affiliates tatsächlich Server erwischen. Also okay. Es ist selten, dass ich mal keinen erwische, der es umrendert. Hallo Arkel! Ja. Guten Hunger, und Benni. Und machst du danke für den Lurk. Mahlzeit. Meint ja deine Zeit selber! Nee, mir ist es nur gerade aufgefallen, weil halt mein Twitch-Meter mal gesagt hat, nee, ich hau mal Benny Stream auf 360p. Das war halt ein Brei. Einen guten Hunger, mal. Alter, puh! Okay, wo bist du, hässliches Mistvieh? Ich muss dich jetzt töten. Kriegst einen auf die Tromme. Nein, Jungs, bin ich da. Sicher? Ja, du lässt mich in Ruhe. Also nicht ihr, sondern die Larven. Oh, scheiß Ameise, hau ab. So. Kann ich hier bauen? Nein, kann ich nicht. War mir irgendwie klar. Oh, da sind die ersten Stängel wieder gespawnt. Ah. Kam ich da nochmal drauf? Ja. Nee, da kam ich auch nicht drauf. Soll gar diese verdammten Zahn da hinten kommen? Keine Ahnung. Jemand eine Idee? Nee. Nicht auf Anhieb. Ich auch nicht. Ich habe am Wochenende mal den aktuellen Top Gun gesehen. Ich finde ihn gut. Gar nicht mal so schlecht. Top Gun Maverick, ja. Der ist super, finde ich. Hm? Hi, Larve! Ich habe den ersten Top Gun noch gar nicht gesehen. Ah. Schöne Anspielung auf den ersten Teil. Wie gesagt, ich habe den ersten noch gar nicht gesehen. Schön dich. Ich habe von Top Gun noch gar nichts gehört, bis Top Gun Maverick rauskam. Schäm dich. Warum? Bildungslücke. Ja. Keine Ahnung, der Film ist von 1800 Dickmilch. Ja und? Genauso wie Pulp Fiction. Pulp Fiction musst du auch gesehen haben. Boah, Pulp Fiction ist Kult. Bitte was? Was? Bitte bann ihn. Benny, bann ihn bitte. Ist jetzt nicht dein Ernst, du kennst Pulp Fiction nicht? Bann ihn bitte. Nee. Weißt du, wie viel... Raus! Wie viel Easter Eggs raus. Allein auf Pulp Fiction basieren? Ich hab keine Ahnung. Da, raus, schmeiß raus. Mach's weg, bevor es Eier legt. Ja. Alter, der kennt Pulp Fiction nicht. Das ist der Kultfilm schlechthin. Hallo? Keine Ahnung. Nachholbedarf. Ja, aber sowas von. Allein die Dialoge am Anfang mit dem Burger. Das ist so genial. Ich würde mich da hochbauen oder irgendwo ich hab da. Ich habe keine Ahnung, von welchem Film ihr redet, aber egal. Guck dir den Film an. Mit John Travolta und... Werde ich wieder vergessen haben. Quentin Tarantino Pulp Fiction. Ja. Werde ich wieder vergessen haben bis heute Abend. Das wirst du nicht vergessen, wir werden dich erinnern.
Werde ich. Garantiert. Das wirst du nie wieder vergessen. Nein, da komme ich auch nicht hoch. Fiction nicht. Wo bin ich hier gelandet? Wann ist der Film? Boah, 80er? 90er? 80er, 90er? 80er ist der nicht. Der legendäre Tanz zwischen John Travolta und Uma Thurman. Ich kenne auch das Leben des Brian nicht. Was? Was? Ja. Ich hab grad einen Herzinfarkt bekommen. Alter, ich krieg grad Gänsehaut. Oh, Scheiß, ne? Ah. Nie gesehen. Oh mein Gott. Oh Mann. Ich kenne dich, ich hab zwar von dem Film gehört, aber nie gesehen. Wenigstens Alter, Ritter, wo lebst denn du? Wenigstens Ritter der Kokosnuss. Auch nie gesehen. Oh Gott. Der Warte? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Wenn, dann könnte ich mich nicht dran erinnern. Einigen wir uns auf Unentschieden. Die heilige Handgranate, die Ritter des Nie. Also, wahrscheinlich Filmszenen werde ich kennen, aber ich könnte mich nie dran erinnern. Einigen wir uns auf einen Unentschieden. Ja. Ich spuck dir ins Auge. Wo hab ich denn jetzt meinen... Ah, hier. Stängel. Ich muss mal kurz Ausrüstung wechseln, komm. Ah, kann das einer klippen? Das glaubt kein Schwein. Was? Nee. So klar. Was? Jung, wie jung warst du nochmal? 25. Ja, dann weißt du, woran das liegt. Ja, und? Ja, dann weißt du, woran das liegt, Ronny. Er ist zu jung. Ich hab auch Star Trek geguckt und der ist aus den 70ern. Ja, na und? Ja, und Star Trek hab ich auch nicht geguckt. Nur die neueren Serien. Jetzt wird's kritisch, ne? Jetzt wird's echt kritisch. Also. Ja, Star Trek ist okay, Star Trek ist nicht so gut. Star Wars. Habe ich Star Trek Star gesagt? Wars kenne ich in- und du auswendig. Du hast Star Trek gesagt. Oh, Entschuldigung, ja, Star Wars kenne ich in- und auswendig. Aber Star Trek, die Filme muss man auch gesehen haben. Nö. Also, Hab ich nicht gesehen. Serie gehe ich noch mit, aber Filme, also... Oh mein Gott. Star Trek hat mich so selten interessiert. Ich glaube, das Einzige, was ich immer wieder mal geguckt habe, war Voyager und dann halt Discovery. Oh Mann. Immerhin kennt er Star Wars. Immerhin. Ein Lichtblick am Horizont. Star Wars war bei uns sehr präsent durch meine Brüder. Ein Lichtblick am Horizont. Na, da ist meine Antwort. Was ich auch gerne geguckt habe, war Stargate Atlantis. Und auch teilweise ein paar Folgen von SG-1, ja. Aber SG-1 war nicht so mein Fall. Die Volksfront von Judäa. Nein, jüdische Volksfront. Spalter! Das kenne ich. Das ist aus... Den Zitat. Das ist aus Das Leben des Brian. Ich weiß, warum ich Das Leben des Brians, glaube ich, nicht gesehen habe, weil ich mir ihn mal angucken wollte und ich den nur auf Englisch gefunden habe. Hm. Da hat mich das dann nicht mehr interessiert, weil ich hasse es. Gucken will und ich kann es nicht auf der Sprache gucken, auf der ich will. Zur Kreuzigung? Ja, okay. Linke Reihe anstellen, hier nur ein Kreuz. Okay. Also Zitate aus den Filmen erkenne ich wieder, aber die Filme noch nie gesehen. Bei der Steinigung. Zieh was. Er was. Ist hier Weibsvolk anwesend? Nein. Boah, das ich, Alter Schwede, ich weiß jetzt wieder, früher, wo ich die ganzen... Oh, Mann, früher in CS 1.6 auf den ganzen Custom-Servers so viele von den Zitaten gewesen. Hm. Weiß ich, woher mir die ganzen Zitate bekannt vorkommen jetzt wieder. Werf die Brüchen zu Porden. Ja, oder geraucht hat er auch. Weil viele Zitate davon kamen halt in Animania vor. Deswegen kenne ich die. Also viele Sachen kamen in Animania als Zitat vor oder eingebaut. Mhm. Okay. Ja, kann auch wow, er hat Animania. Irgendwann vielleicht. Warte mal. Du meinst Animania. Nee. Alimania. Alimania. Du hast Alimania gesehen, immerhin. Ja, habe ich gesagt. Immerhin. Alimania kenne ich rauf und runter. Immerhin etwas. Etwas Kulturgut. Alimania war bei mir schon mit drin, weil ich mit WoW aufgewachsen bin. Ich spiele WoW, seitdem ich 12 bin. Mag keine Vorspannmusik. Musik, aber er ist ein großer, starker Krieger. Hat die Nouvelle Air da? Keine Ahnung. Ich nenne dich einfach Uschi. egal, ich nenne dich einfach Uschi. So geil. Du blöder Kleiner. Ich muss es mal wieder suchen. Oh, schön. Das höre ich mir auch jedes Jahr einmal an. Ich hab's irgendwo leider nur als Hörspiel, aber mit
Es gibt auch nur Videofolgen, glaube ich, nur bis Folge. Keine Ahnung. Nee, es gibt nur bis Folge. Irgendwann kommt der Ronny. Nicht mehr. Das weiß ich. Roy der Jäger, das weiß ich. Ja, das ist schon Eddie Mania. Aber leider die neuen Folgen sind. Also DNG war totaler Reinfall, fand ich. Hast du wenigstens A Gamer's Day gesehen? Sagt mir jetzt nichts. Auch ich? Nicht. Du brauchst mir mit alten Filmen brauchst du mir nicht kommen, da kenne ich nicht sehr viele. Aber Eddie Mania. Ja. Wie gesagt, ist ungefähr dasselbe Zeitalter. Zeitalter. Keine Ahnung. Elimania war aber bei mir präsenter dadurch, dass ich halt WoW gespielt habe, Ronny. Ja. Du warst Zocker, da hättest du Gamers Day auch sehen müssen. Ronny, zu dem Zeitpunkt war ich 12 und da hatte ich ein einziges Spiel gespielt, groß. Wo ist das Drecksvieh? Als ich mit Anime in Kontakt kam. Wie gesagt, da war ich 12. Nachholen. Gibt's auf YouTube. A Gamer's Day. Angucken. Mal gucken. Nee, vielleicht. Nicht mal gucken, angucken. Vor allem Pulp Fiction. Komm nicht. Das findest du aber nicht auf YouTube. Wie gesagt, ich werde die meisten Sachen davon effekt haben. Ich werde nicht daran erinnern. Ja. Wenn ich mir meine Liste angucke von Sachen, die ich mir angucken will, die wird jeden Tag länger. Hallo, das ist Pulp Fiction, hat oberste Priorität. Also, nee. Nee, zuerst recht nicht. Das sind Filme, die muss man mal gesehen haben. Ja, aber zuerst recht nicht. Die ganzen Memes, die hier über Discord laufen, das ist hier, wo ich mal mit dem Travolta, der immer so rechts und links guckt, stammen aus Pulp Fiction. Ja. Ahnung. Ja, aber egal. Das ist eines meiner Lieblingsmemes, weil man keine Ahnung hat. Ja. Hä? Okay. Alter! Ich hab den Film so. Ich weiß, was du damit meinst und mehr ist mir da meistens vorstellen, so Memes sagst. Ich bin nicht so der Meme-Mensch. Ich hab den Film so dermaßen gesuchtet, also. Du müsstest eigentlich schon mittlerweile mitbekommen, dass ich mit den ganzen Sachen, was Memes oder auch Emotes nicht am Hut habe groß oder das so komplett mich kaum interessiert. Ja, das müsstest du eigentlich mitbekommen haben. Wo macht man eigentlich diesen komischen Dünger? Okay. Alter. Was denn? Der Dünger ist verfaultes Essen. Was? Der Dünger ist verfaultes Essen, musst du bei den Mülleimern sammeln, wenn du welches Neues brauchst. Das verrottetes Essen? Ja, bei den Mülleimern findest du das am besten hinten in der Ecke. Das ist verrottetes Essen. Der Dünger. Ronny, schön, oder? Wenn du die im Endeffekt abbaust, die verrotteten Dinger, dann kriegst du was, dann kriegst du das Zeug. Ich seh den Haufen gerade bei dir. Ist ein kleiner Haufen geworden. Bietet sich halt hier oben so schön an. Hier oben spawnst halt immer wieder nach. Du kannst es halt direkt runterschmeißen. Hast du wenigstens Zurück in die Zukunft gesehen? Dafür ist er auch zu jung. Von Film gehört. Ich kenne auch den DeLorean, aber ich weiß nicht, ob ich den Film gesehen habe. Oh mein Gott. Ronny, dafür ist er einfach zu jung, Leute. Was? Quatsch! Ja, natürlich. Die Filme sind raus, Ronny. Das ist kein Kulturgut bei den jungen Leuten. Das ist nun mal so. Muss man leben. Frag mal einen 13-Jährigen, was Zurück in die Zukunft ist. Der guckt die an, bitte, was? Kulturbanausen, ey. Ja, gut, die richtig guten 90er-Jahre-Filme, die kennt eigentlich fast keiner mehr. So, die Originalfilme von Poltergeist und sowas. Ja. Naja. Die Coneheads. Ich habe aber Scary Movie gesehen, das kann ich sagen. Wow. Wow. Ja, das ist das einzige Ältere, was mir jetzt einfällt. Wenn jetzt Scary Movie alt, Leute, ich bin alt, ich muss, glaube ich, jetzt ins Bett. Alte Leute. Aber Scary Movie 1 ist einfach der beste.
Weil alte Leute müssen doch früh ins Bett, habe ich gehört. Also dann muss ich jetzt früh ins Bett, Leute. Tut mir leid. Was, Benny? Was geht da? Was geht da? Ich kann mittlerweile nur noch bis 8 Uhr machen. Ja, viel Spaß. Tschüss. Länger Benny. Geht leider nicht. Ja, war schön gewesen. Danke. Ja. Wie gesagt, es ist halt nicht meine Generation oder hat nicht. Nein, das ist ja auch nicht, alles gut. Du musst vorbeikommen. Wir müssen Filmmarathon machen. Ja. Oh Hilfe, ich hab Angst. Machen wir so Discord so ein Movie oder so, genau. Discord. Ja gut, ich. Zu Ronny hab ich's ja nicht weit. Also ich fahre nicht 6 Stunden für einen Film ab, das ist aber nicht so, wie es ist. Kannst du dir in die Haare schmieren. Ja, kann man ja so. Über Discord ja so ein Movie Watch anmachen. Together. Ich fand's so schön. Nein, ich komm nicht. Wenn's den bei Amazon gibt, kann man sogar auf Amazon so eine Watch Party machen. Ja, meine ich ja. Watch Party. Ja. Aber müssen alle den Film haben. Nee. Oder halt. Nee, wenn du als Streamer willst, kannst du doch bei Amazon. Ja, nee, warte. Nein, da nein, müssen nein. aber alle den Film haben. Ja, also da muss genau. entweder bei Prime drin sein oder jeder muss den Film haben. Okay. Weil deswegen, oder er muss sogar in Prime, glaube ich, drin sein, Amazon Prime. Ey, ja, schlag mich nicht. Du kriegst aber einen Stängel auf den Kopf. Eve haut mir seinen Stängel auf den Kopf. Nee, nicht mal einige Stängel. Mein Stängel will ich dir nicht um den Kopf hauen und den willst du auch nicht um den Kopf hauen. Warum? Ach so, weil er das bestimmt nicht möchte. Naja, ich weiß ja nicht, was Ronny für sexuelle Gelüste hat. Ich hab ein Jahr Abstinenz, denk dran. Lass du mal so im Raum stehen. Ne? Dann nimmst du auch Männer hintern oder was wolltest du jetzt damit sagen? Doch, ist Loch oder wie war das? Boah, Ronny. Oh, Ronny, bist du ekelhaft. Ja, mach's Licht aus, dann sind sie eh alle gleich. Nachts sind alle Katzen grau. Ja. Entschuldige mich in aller Form für das Verhalten meiner Mitspieler, Chat. Boah. Schlimm ist, der eine ist auch noch ein Streamer. Wir sind alle versaut. Ich hab damit nichts am Hut. Manche machen es nur nicht so öffentlich. Das ist alles Ronnys Schuld. Ja, ja. Ich bin schuld. Ja, natürlich bist du schuld. Einen Schuldigen brauche ich doch. Mhm. Ich fange hier hinten an, Plattformen zu bauen. Das ist doch scheiße. Eigentlich wollen wir was anderes machen. Aber egal. Ist unser Spielprinzip. Wir machen eh nie das, was wir machen wollen. Benny hat's endlich erfasst. Mhm. Ich will diesen scheiß Zahn jetzt haben. Und wenn ich dafür einen Turm baue, dann baue ich diesen Turm dafür, um diesen scheiß Zahn zu holen. Endlich hat er's geschnallt. Ah, ich hab jetzt, Entschuldigung. Hallo Orki, ich hab's vorhin nicht gelesen. Oder ich war da essen gerade. Wie immer. Nee, nicht wie immer. Einmal, ich esse einmal mittags und einmal abends. Mittags gibt's was in die Mittagspause und dann abends zum Essen. Ich hatte heute Mittag Mango Curry Chicken. Ich hab einen Hähnchenschläger. Gesundheit. Du hattest Hähnchenschläge, warum schlägst du denn ein Hähnchen? Das ja, kann ich nicht nachvollziehen. Nee, komische Dinge machen die Bayern da. Beachten die Leute schon. Ich hab heute gelernt, Aschaffenburg ist kein, ist nicht Bayern. Ach, doch, Aschaffenburg ist Bayern. Ja, aber sie wollen nicht als Bayern bezeichnet werden. Ah ja. Das höre ich zum ersten Mal. Wie gesagt, keine Ahnung, oder so. War heute in einem Stream, den ich neben meiner Arbeit geguckt habe. Wie gesagt, jeder hat seinen Kink, ne? Also, ne? Ich habe keine Ahnung warum, also. So wie die Bayern angeblich keine Österreicher sind? Du beachtest die älteren Personen einfach nicht. Ja, du, so ist das, Orki. Alte Säcke wie wir können halt nicht, ne? Wir gehören halt ins Regal. Wir werden ausgetauscht. Ja. Alte Säcke? Alter. Ich überspitze das jetzt extra, das ist dir hoffentlich bewusst. Ich fand nur dieses alte Säcke von Nossi gerade schön. Warte mal, wie alt bist du, Scharak? Ein Jahr jünger als du. Ja nun. Oh Mann.
Ich hole mal ein paar Ziegel. Ich sind in der Kiste drin in der Mitte. Ich werde dann ab morgen Rente beantragen. Ja, ich kriegst du keine. Gibt zu viele Rentner. Cool. Ich hab von drüben ordentlich mitgenommen gehabt. Mhm. Also ich darf wahrscheinlich so lange arbeiten, bis ich tot umfalle. Ich hab letztens, Rente, ich hab letztens schon auf der Baustelle haben wir es drüber gehabt, da habe ich zu dem Haus mit dem Haus einfach mal Spaß haben wir es drüber gehabt. Da sag ich so, bei mir wird es wahrscheinlich so sein. Bei mir werden sie auf die Baustelle kommen, ich werde direkt in den Sarg reinfallen und tschüss. Mhm. Ja, das wird ja auch sein. Ja. Also bei mir ist 1.1.48. Glaubst du nicht wirklich, dass du Rente kriegst, Yves? Gehe ich auch nicht davon aus, bin ich ganz ehrlich. Und was träumst du nachts? Das Rentensystem wird bis dahin nicht mehr bestehen. Ey, ich hab noch, wenn es bei dem Renteneintrittsalter bleibt, das jetzt ist, hab ich noch 43 Jahre vor mir. Ich glaube nicht, dass das so lang bestehen wird. In der Form. Das glaube ich auch nicht. Deswegen, also, nee, ich mach mir da ganz ehrlich auch keine Hoffnung, dass das wirklich so. Bei dem tollen Nachwuchs kannst du da garantiert sicher sein, dass du gar nichts mehr kriegst. Bei dem ganzen unwilligen Arbeitsvolk. Ja. Irgendwann gibt's niemanden mehr, der die Influencer bezahlt. Okay. Ja. Wenn ich schon höre, wenn du jetzt guckst, ja, hier auf der Arbeit, ja, ich brauche meine Mietzeit, denke ich mir so, was? Ja, was? Du Junge, ja, du sollst arbeiten, halt die Fresse. Was für eine Zeit? Mietzeit. Wenn du da so in so Terminkalendern, wenn du da mal so Auszüge siehst, Me-Time, denke ich mir so, what the fuck? Dann sag ich mal, geh mal im Leben mal 40 Stunden in der Woche arbeiten, da kann man mal drüber reden. Wenn ich zu meinem Chef gehe und sage, ich brauche da und da meine eine Mietzeit, denkt der mich an und sagt, hier, fertig's weiter. Bleib zu Hause, hast du viel Mietzeit. Ja. Geh aufs Scheißhaus, dann kannst du ganz viel kurz Mietzeit haben. Nee, der wird zu mir wirklich sagen, einfach hier, hast du doch nicht mal alle, geh weiterarbeiten. Mietzeit. Oh, aber das wird immer größer, Leute, da könnt ihr euch nicht gegen wehren. Die Generationen unter uns wollen. Die letzte Generation. Wir sind alle verloren. Mhm. Aber nicht wegen dem Klima. Oh, deswegen auch. Beides. Das ist einfach von alle. Es ist einfach alles. Warte mal, wer hat mir das Video geschickt da mit diesen Klimakleber, die dich anstatt auf die Autobahn sich oben auf die Brücke geklebt haben? Ich, das war ich. Auf die Brücke? Ja, die haben sich da über der Autobahn auf eine Schilderbrücke oben drauf geklebt, hat die Polizei das nicht als Verkehrshindernis gesehen und hat die einfach oben stehen lassen. Ja, würde ich auch so machen. Weißt du, was die danach gemacht haben? Und dann haben sie sich beschwert, dass sie keine Aufmerksamkeit von der Polizei kriegen. Oh. Das ist halt so. Das ist genauso wie die in einer Philharmonie sich da zwei festgeklebt haben. Sie haben zu blöd waren, um es zu merken, dass man die abnehmen kann. Diese Stange. Ja. Und die dann im Endeffekt die Stange abgenommen wurde und sie vor die Tür gestellt wurden. Genau. Das ist genauso gut. Also denke ich mir so, ja Leute. Also wenn ihr euch schon festkleben wollt und wenn ihr es schon behindern wollt, dann solltet ihr vielleicht noch vorher checken, ob ihr dadurch eine Behinderung seid oder halt nicht. Oder ob ihr eine Lachnummer das seid. Das sind alles die, die bei Fridays for Future in der Schule gefehlt haben. Mhm. Oder die, wo doch durch das eine Gemälde kaputt machen wollten und dann war eine Glasscheibe davor. Ja. I could devour. Warum geht denn das nicht durch? Aber das Video von Isha war geil. Das ist halt wirklich geil. Oder die Aktion in Berlin vom Kanzleramt. Wollen die Umwelt retten und tun einen Baum umsägen. Was wollen sie machen? Die wollen, dass die Umwelt retten und sägen da erstmal einen Baum vom Kanzleramt um. Ja. Die wollten protestieren, dass die Regierung halt eben so die Wälder abholzt, ne? Haben dann vorm Kanzleramt selber die frisch gepflanzten Bäume abgeholzt. Yo. Ja. Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Ja, das ist halt. Das fragst du noch? Das ist halt leider, das muss man sagen. So deine bisschen, Generation. Nee, warte mal, meine nicht um. Also, warte mal. Naja, 25 eigentlich ist genau deine Generation. Warte mal. Die zählen sich doch schon zu der Gen Z.
Ja, aber trotzdem, also ja, ist es genau deine Generation, ja, es tut mir leid, dass ich so sagen muss, aber das ist leider so. Ich kann mich halt mit meiner Generation nicht identifizieren, das ist das Problem. Oh, Junge, verpiss dich doch mal. Ja, du, das ist ja auch in Ordnung, aber ich weiß. Es ist halt genau deine Generation, die dann die Scheiße baut. Aber du, also ich behaupte auch mal, ne, wenn, so, Chat, das Thema schneide ich jetzt einmal an, danach wird hier drüber, hier nie wieder gesprochen. Zumindest nicht bei mir im Chat. Be careful! Wenn unser werter russischer Mitbürger Krieg erklärt, haben wir keine Soldaten, um uns zu verteidigen. Mhm. Wenn du Generation Z eine Waffe in der Hand kippst, lassen sie fallen und sagen, Fertig. Ganz genau. Das ist der Kommentar. Mehr werde ich da im Stream nicht drüber diskutieren. Hm. Wenn es zum Krieg kommt, gibt's das nicht. Gibt's uns danach nicht mehr. Nee, alles verweichlicht. Weil wir niemanden haben, der es schaffen würde, einen jemand anderen umzubringen. Das hat auch nichts damit zu tun. Wolfgang, ich sehe dich doch gleich schon wieder hier reinjumpen. Kein Krieg haben zu wollen oder nichts damit zu tun. Wenn du angegriffen wirst, wirst du angegriffen. Ach, Wolfgang, weißt du was? Jetzt hab ich die Schnauze voll, du gehst mir auf den Sack. Komm her! Los, spring! Ich muss sagen, Eins, zwei, drei. Was heißt, es ist Glück, ich musste nicht zu Ding. Ich hatte keine Wehrpflicht. Das ist das größte Problem. Ja. Ey. Ich hab's nur ein bisschen weiter vorgestellt. Also, das ist das größte Problem, meiner Meinung nach, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Ja. Da wurde solchen Querköpfen wenigstens mal der Kopf gerade gerückt. Ja. Aber ich... Das war die Erziehung nach dem Elternhaus. Halt, ja. Ich sag mir persönlich ja noch, ich hab vor... Was ich auch nicht verstehe, sagen wir mal eher so, nicht vorhandene Respekt gegenüber Leuten, die helfen wollen oder halt... Also Polizei, ja. Feuerwehr, Soldaten und sowas. Was erwartest du? Die haben heutzutage schlimm. Gegenüber niemanden mehr Respekt. Weder gegen ältere Leute noch... Ronny, gegenüber Soldaten hatte die deutsche Bevölkerung noch nie Respekt. Zumindest nicht in den letzten 100 Jahren. Das ist leider schon immer so. Also, sobald du Uniform trägst, wirst du angeguckt, als ob du... ein schlimmer Mensch wärst. Ja. In Amerika anders. Ja. In Amerika ist das vielleicht auch ein bisschen zu krass. Ja. Ja. Aber, ich brauche keine Paraden. Als ich Soldat gewesen bin, ich brauche keine Paraden, aber es ist nicht schön, wenn man die 3 Meter Feldweg angeguckt wird, wenn man eine Uniform trägt. Mhm. Oh ja. Find's so schrecklich bei uns, dass halt Leute, also Feuerwehr, Polizisten, Rettungsdienst und Soldaten teilweise angespuckt und angegriffen werden. Ja. Ja, also die Leute setzen sich dafür ein, dass es besser, dass du, wenn du wenn du Hilfe brauchst, dir helfen. Oh, das habe ich falsch gesetzt. Ja, sind dann auch die ersten Idioten, die direkt hier schreien, wenn irgendwas passiert. Ja, klar. Mhm. Klar. Du, wie gesagt. Deswegen, also... Ich möchte momentan noch kein Soldat sein, also ganz ehrlich, also... Da hab ich wahrscheinlich einfach... Meine Einstellung dazu ist halt auch bei der anderen, hab ich einfach wahrscheinlich noch eine ganz andere Erziehung genossen. Ja, scheinbar. Bei denen gab's keine Erziehung. Ey, wenn ich früher einen Scheiß angestellt hätte, hätte's ganz schön auf den Deckel gegeben. Alter! Genau. Genauso, wenn ich meine Ausbildung abgebrochen hätte. Oder wenn irgendwas bei mir in der Firma gewesen wäre, ich hätte daheim... Leute, war auch mal eine Ansage. Die scheiß Kiste hier ist voll mit Pilzziegeln. Ja, ich komm doch schon. Ronny ist schon auf dem Weg. Gut. So. Hätte ich irgendeine Scheiß auf der Arbeit gemacht, weswegen mein Chef zu Hause angerufen hat, ich hätte so einen Einlauf kassiert und alles. Alter, wenn ich Scheiße gebaut habe, habe ich eine hinter die Ohren gekriegt. Und wenn ich gefragt habe, warum, habe ich gleich noch eine gekriegt. Ja gut, das war bei mir dann schon nicht mehr. Same. Das war dann Same. Schon ein bei bisschen anders, genau trotzdem. Ich war einmal frech mal bei mir damals frech zum Nachbar, hat der mal eine Backhand verpasst, da bin ich weinend nach Hause, da hat er gefragt, was ist denn passiert? Aber ich war frech, hab ich nochmal eine gekriegt. Ja. Genau. So, ey, ich bin endlich beim Zahn angekommen.
Was ich halt auch immer wieder so... Geschadet hat es uns aber nicht, ne? Was ich halt auch immer wieder so ein bisschen blöd finde, ist halt... Auch, ich sehe es ja bei mir zum Beispiel im Berufszweig halt auch. Alle wollen sie halt... Die Leute wollen Handwerker ohne Ende, aber keine Sau will es halt auch mehr machen. Was ist denn da noch? Da oben drauf scheint einer will irgendwie mal alles klar, wir müssen noch mal eine Nummer irgendwie körperlich. Höher. Alle wollen sie nur noch irgendwie vom PC sitzen. Mhm. Nein, alle wollen sie wissen, gar nichts machen. Mhm. Nur noch in so, die Kamera. Komm her, Wolfgang. Ah, ist nicht Wolfgang, doch, ist Wolfgang, gut. Komm her! Nur noch Wolfgang. In die Kamera lächeln und Scheiße labern. Eins, zwei, drei. So, Wolfgang ist tot. Oh. Oh, guck mal, jetzt haben wir die Wolfsspinne auch auf Gold. Ist doch super. Wollen wir die auch nicht mehr machen? Ja, haben wir gerade gekriegt. Ich hab da ein paar Pusten gemacht. Nee, ich hab gerade anders auf ernsthaft gemeint. Ach so. Ja, das ist halt. Ronny? Mhm. Bildziegel? Ja. Ich muss erstmal meine Pusteblumen raushauen. Wie gesagt, ich schäme mich teilweise für meine Generation. Ich kann mich auch mit der gar nicht identifizieren. Du brauchst nicht für deine Generation. in mancher Hinsicht. Du kannst da auch nichts dran ändern, dass du in die Generation hineingeboren bist. Ich find's halt einfach traurig. Zwischenfrage, der Düngermülleimer, welche, wo? Der Düngermülleimer. M gedrückt halten, ich markiere dir das hinten. Deswegen, also wie gesagt, ich find's halt einfach schade. Unten links auf der Karte. Da musst du hin. Unten links. Der umgekippte Mülleimer, der da ist, da ist ganz viel verdorbenes Essen drin. Nimm eine Gasmaske mit, wenn du da hingehst, sonst stirbst du. Ach, dahin, okay, ganz unten links. Und was ich auch immer sehr schön fand, da also hinterm Sandkasten da, ne? Ja, genau. Bleibt mir auch noch in Erinnerung, ich wurde früher, also ich wurde ja. Es hat geheißen, du grüßt immer. Ja. Immer grüßen. Ich war in der Stadt, wie ich klein war, mit meiner Mutter mal. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich habe gegrüßt. Die Leute haben mich angeguckt. Wie ein Auto. Mhm. Was will denn der von mir? In der Stadt grüßen? Oh Gott. Ja. Und jetzt wohne ich auch hier auf dem Dorf und ich grüße die ganzen Leute in meiner ganzen Umgebung nicht. Oh, da bin ich Dorf. Oh, das ist ganz böse. Ja. Oder auch so Respekt gegenüber dem eigenen Opa oder eigenen Eltern. Was ich da heutzutage so teilweise sehe, Alter. Wo ist die Kiste? Ah, hier. Gut, muss ich aber sagen, ich bin manchmal, bei meinem Vater denke ich mir auch manchmal, der denkt auch, dass sobald er irgendwas sagt, dass ich dann sofort renne. Ja, das tue ich auch nicht, das muss ich aber da auch meint, nicht. Da meint er manchmal, das müsste ich machen. Da bin ich dann, da schalte ich dann auch ganz schnell mal auf stur. Weil das geht, finde ich, dann gar nicht. Ja, das hat ja auch nichts mit Respekt haben zu tun. Nö, das hat nichts mit Respekt zu tun. Respekt ist auch keine Einbahnstraße. Ja. Respekt ist keine Einbahnstraße. Ja, nee, alles gut, das war jetzt nicht deswegen. Bis nach. Ja. Och, komm, on, ey, ich hab hier schon zwei Viecher getötet. Jetzt geht mir die dritte auf den Sack oder was? Komm her! Attacke! Wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt bin ich hier. Beruht immer auf Gegenseitigkeit. Wobei ich finde, es gibt halt schon Situationen, ist egal, ja. Das sollte man trotzdem Respekt haben. Eben ja, zum, klar. Zum Beispiel bei älteren Situationsbedingt. Leuten. Definitiv, aber ich gut, sag wenn mal da jetzt so eine Oma ist, die mich irgendwie dumm vollkäst, weil sie irgendwie einen Furzquer sitzen hat, also hält sich der Respekt auch in Grenzen. Kommt immer drauf an. Aber halt ein so komplett respektlos gleich von Anfang an entgegenzutreten, das ist gar nicht. Das ist einfach assi. Auch das Alter ist kein Freifallschein für Arschloch sein. Nein, ich sag nee, ja, also wenn diejenige einen Furz quer sitzen hat, dann hält sie es auch in Grenzen. Aber so grundlegend soll es halt so ein gesundes Maß an Respekt haben, ja. Sag ich. Zumindest solange du den Gegenüber dann kennengelernt hast. Hast du mir den Eingang hier zugemacht, Mann, Ronny? Ja, dann macht er hier einen Dings hin. Ja, alles gut. In der Tür. Also was, Chat, ich gebe, ich nehme Wetten an. Und was wollen wir wetten, dass Eve diese mein Baukonstrukt hier nicht abnehmen würde?
Wieso denn? Weil es nicht schön aussieht. Das ist zweckmäßig. Das ist reiner Zweck, was anderes ist das nicht. Wenn ich da, hey, wenn ich da nicht irgendwie dauerhaft sein muss, ist es mir scheißegal. Guck dir doch mein Baukonstrukt da an, für die Seilrutsche. Da drüben. Dieser Turm. Der ist auch nicht schön. Der ist zweckmäßig. So. Jetzt kann, sollte ich rein, ach, eigentlich sollte ich rein theoretisch, glaube ich, rumkommen. Also, wenn das jetzt hier, wenn wir das als Base hatten, dann hätte ich da viel was dagegen, aber so. Ist doch nur zweckmäßig. Ja, das ist mir scheißegal. Genauso die Dinger hier, die Dinger sind auch nicht schön. Die sind zweckmäßig. Fertig, wunderprächtig, so erledigt. Jetzt habe ich hier alles erreicht, was ich brauche. Ja. Deswegen, also das ist... So, jetzt gibt's hier nichts mehr, gut. Ich hab's aber, was das angeht, einen sehr starken inneren Monk. Aber so penibel bin ich halt wieder auch doch. Hat wehgetan. So, dann kann ich das jetzt ja stehen lassen, haben wir das auch alles erledigt. Ob das jetzt umfällt oder nicht, ist auch egal. Wir haben schon wieder keine Stängel. Mehr gestängelt. Hat sich ausgestängelt. Ich habe am Wochenende mal ein paar Mods in meinem ETS reingeschmissen. Spielt der ETS und sagt wieder nicht Bescheid, ey. Ja, weil ich Mods, nein, der hat nicht gespielt, der hat nur gemoddet. Weil ich Mods am Laufen hatte. Kannst du ja auch sagen, kann ich die auch runterladen. Musst du dir einen Account bei ProMods erstellen? Musst du dann ProMods runterladen? Nee, danke. Oder man kann sie auch, glaube ich, synchronisieren. Bei ProMods nicht. Glaube ich. Also wäre so. Glaube ich, Spiel synchronisieren. Weiß ich nicht. Kauft euch doch einen richtigen LKW. Gib mir das Geld dafür. Ich könnte ja mal mitfahren. Ja. Nossi, ich könnte ja mitfahren. Könnte ich. Ja, wenn. Schraubt sich genau. Mal will er aber nicht. Gestern mal beim Herrn Stadtwolf angefragt, ob er Bock hätte, mal so eine VR-Session zu machen. Also, sprich, dass wir zu dritt oder so halt uns dann immer abwechseln und streamen halt. Bin mal gespannt. Könnte witzig werden. Ja. Das quasi einer, noch ein, was? Was war's gerade? Dass quasi einer immer halt im VR hockt und die anderen sitzen halt daneben und lachen sich einen Ast. Okay. Wir können sie ja machen, rein theoretisch. Okay, die Möglichkeit wäre ja da. Was will ich denn? Ja. Ich guck auch zu. Ronny, ich kann dir sagen, woran es da scheitert an einem Termin. Ja. Momentan überall. Ja, gut, wobei eigentlich ja dann Stadtwolf ja eigentlich ein Vorteil ist, weil der hat ja durch Nira ja eine VR-Brille. Ja, klar. Aber Ronny hat. Aber Ronny hat. Keine. Wenn ich das gestern beim richtig oder? Verstanden. Nossi hat es nicht verstanden. Ja, wir nutzen eine VR-Brille. Ja, er meint so. Ja, eine er meint ja bei Nira. Die anderen also sitzen daneben und lachen sich einen Ast, wenn der andere irgendwie im Horrorgame also, einen Jumpscare hat oder so. Ach so, okay. Deswegen habe ich auch lachen müssen, weil ich weiß ja, was aussieht. Und was für ein Spiel wird da gespielt? Das gucken wir dann mal. Aber hat, also wenn ich es richtig mitbekommen habe gestern, ich habe ja gestern beim Andi auch zugeguckt, ist Nira anscheinend zurzeit irgendwie arbeitstechnisch sehr stark eingespannt. Ja. Und das ist auch irgendwie gerade die Woche, wo sie Urlaub nehmen, fällt, nehmen könnte, da voll auf eine Schulung fällt, die verpflichtend ist. Hat auch Hacke. Knüppelst da jeden Tag und dann hast du mal eine Woche, wo du Urlaub nehmen könntest, dann halt knüppeln sie da Schulung rein. Sie könnten das ja mal richtig machen und ach, da mal ein richtig VR gehen und da mal eine Horror-Map spielen. Jerry!
So, meine Herren, wie sieht's aus? Können wir mal eine Runde pennen? Ich bin gerade noch am Kämpfen, Moment. Okay. Weil wir brauchen wieder wir brauchen noch eins von den bösen Dingern und die Viecher sind alle tot. Ich bin da gerade im Mülleimer, aber ich finde da irgendwie gerade gar nichts. Hä? Können wir gleich gerne machen, dann spawnen vielleicht auch hinten wieder was nach. Und dann würde ich drüber gehen zum Pennen. Ja, ich komme mit. Ja, ich muss noch kurz Ameisen töten. Ah, der Samstag war schön. Ich sag, der Samstag, wo ich dich und Ronny gesehen habe, der war schön. Fand ich auch. Ja. Vor allem die beiden Hunde waren super. Der Abend war schöner. Boah. Kann ich mir vorstellen, dass der Abend schöner war, Ronny. Warum war denn nur in dem Konzert? Oder? Konzert war. Ich fand's so schön, wie wir hochgegangen sind. wo du die beiden einfach schon hinter der Tür gehört hast. Mhm. Also schlafen wird schwierig, weil mir ist gerade wieder Tag geworden. Ja und? Dann haben wir Pech gehabt. Tagsüber kannst du nicht schlafen. Echt? Ja. Dann machen wir das, wenn die nächste Nacht reinkommt. Es ist 5.42 Uhr. Ja, es ist morgen. Ich glaube, wir es schaffen. Dann haben wir aber mitten am Tag und das bringt's auch nicht. Ja. Ja, das ist schon. Aber ich finde es super, wenn jemand Soundeffekte reinmacht. Also, ehrlich gesagt, die kompletten Kanalpunktebelohnungen nur aus Soundeffekten besteht. Und er noch dazu ein Horrorspiel spielt. Mhm. Da habe ich sehr viel Spaß dann dran. Also hast du dann bei mir nie Spaß. Na doch. Ich habe noch nie Horrorspiel gespielt im Game. Alles gut. Du hast aber auch keine Soundalerts dafür. Ich könnte nicht einfügen, das wäre nicht schwer. Don't break ja, klar. Me now. Ich hatte eher mehr Spaß an dem 5 Minuten ruhig sein. Das ist mir klar. Oder Kopfhörer also andersrum. Teurer. Ja, das ist. Natürlich ist das teurer geworden. Ihr habt alle so viele Punkte. Könnte ich mir aber immer noch dreimal leisten. Ach, ihr habt ja auch immer noch so viele Punkte. Irgendwie muss ich die doch wieder los. Muss ich die doch aus euch rausschlagen. So. Ich gehe mal gucken, ob die wieder gespawnt. Ah ne, ist noch nicht 6 Uhr, ne? Doch, 6.31 Uhr, gut. Dann könnten die auch wieder gespawnt sein. Dann gehe ich gucken. Hi, Berlin. Hasse diese roten Ameisen hier. Deswegen gehe ich nicht runter. Du meinst die Feuerameisen? Ja. Problem, ich habe halt meine schlechte Rüstung an. Ich habe halt meine Baurüstung an. Ich auch, aber damit habe ich eben schon eine Wolfsspinne getötet. Ja, eine Wolfsspinne, aber die hier oben machen trotzdem mehr Schaden, die Gegner hier oben. Also eine Wolfsspinne? Nein. Also kommt auf den Gegner hier oben drauf an, der macht, also eine Feuerameise macht mir ein Drittel Leben weg. Mit der Rüstung. Solltest du die vielleicht mal aufwerten, deine Rüstung? Mhm. Ich habe nur meine Baurüstung. Ja, aber dann kannst du dadurch auch mehr tragen, ne? Was? Also kannst du einstellen. Okay, ja. Aber da, ja, ich habe ja eigentlich oben einen Baupunkt, wo einen Farmpunkt, aber der ist gerade aktuell dauerhaft leer irgendwie. Ich weiß nicht warum. Was war hier? Was wird da oben drauf sein? Wer weiß. Aber dieses Jahr wird wahrscheinlich, zumindest das erste Halbjahr wird ein schönes Jahr. Mhm. Oha, nur das erste Halbjahr?
Ja, also im ersten Halbjahr sind Sachen, auf was ich mich freue. Oh, schön. Was so? Einmal Pfingsten, wo wieder mal meine ganzen Kollegen vorbeikommen, wie letztes Jahr. Wird zwar wieder anstrengend, aber auch sehr lustig. Maru! Dann, ja gut, Mitte des Jahres kommt dann die Dokumi, wo ich mich auch schon drauf freue. Was für ein Dokumi? Was ist denn die Dokumi? Deutschlands größte Anime-Messe, da bin ich auch dabei. Ah. Oh. Da treffe ich dann den da, den komischen da. Das erste Mal. Ja. Maru! Dann verbringe ich eine Woche bei einem Kollegen im August. Wird zwar auch anstrengend, aber auch schön. Weil ich da eben ihm helf sein Dach was am Dach zu machen. Aha, Schwarzarbeit. Nee, Weißarbeit. Nee, Schwarzarbeit wäre es nur, wenn er dafür bezahlt werden würde. Und vor allem, dann wäre Schwarzarbeit. Ja klar, das wäre dann Schwarzarbeit, aber ich werde es auch meinem Chef sagen, dass ich da was mache. Aber im Endeffekt ist es egal, weil es von mir aus weg 600 Kilometer, 550 und Kilometer selbst, sind. Und selbst wenn du es nicht, das wäre privat, also was ganz anderes. Ja, solange ich dich dafür nicht bezahle, kannst du mit mir zusammen mein komplettes Haus bauen, ey. Wenn du da Bock drauf hast. Wenn du Lust hast, mit mir ein Haus zu bauen, dann bauen wir ein Haus. Fertig. No. Los, ich hier bauen ein Haus. Nee. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Das lassen wir mal lieber sein. Häuser bauen ist viel zu teuer und viel zu anstrengend. Nee, werde ich dann ungefähr eine Woche bei ihm verbringen. Also wir werden nicht die ganze Woche brauchen. Ja, aber ich wollte auch noch ein bisschen was machen. Mistviecher scheinen nicht nachgespawnt zu sein. Dafür bräuchte nur noch einen von diesen Scheißdingern. Hier ist keins, schade. Ich kann die Rüstung gar nicht mehr aufwerten, fällt mir gerade auf. Ah, okay. Weil wir nichts für spröde Panzerung da haben. Oder doch ein bisschen was haben wir. Madenhaut brauchen wir doch dafür sonst. Ja, haben wir aber leider nicht sehr viel. Ich kann mal. Oh, verdammt, ich hab losgelassen. Lass los. Würde ich das sagen, auf irgendeinem dieser Dinger ist auch noch was drauf. Ich war mir doch sicher. Nee, also du kriegst nur Hackerntetempo mit drauf. Wenn du die relativ hoch machst. Also entweder mehr Verteidigung oder plus Hackerntetempo. Also mit dem Kopf. Nein. Ich muss vielleicht doch nachher mal sammeln. Aber Hackerntetempo hört sich gut an. So, hier war auch irgendwo was. Na komm, jetzt bleib mit dem scheiß Kabel drauf. Ach, come on, dude, ehrlich, ey. So. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da höher? Ich glaube gar nicht, oder? Ach, Max, ganz ehrlich, ist ja gar nicht Max, ist ja. Wer ist ich? Ich hab schon vergessen, wie ich. Pete. Du bist Pete. Stimmt, ich bin Little Pete. Wie komme ich denn da jetzt höher? Nee, da komme ich nicht. Nossi, hier Stillstand, die Öfen sind aus. Ja, ich musste erstmal Dünger holen gehen, weil ansonsten kann ich keine Pilze mehr züchten. Gondors Öfen stehen. Nicht schlimm ist nur Gondor. Das kennt er aber, ne? Ja, das Herr der Ringe kenne ich auch. Herr der Ringe ist auch ein paar Jahrzehnte später. Herr der Ringe habe ich wahrscheinlich jeden Film schon mindestens dreimal gesehen, wenn nicht sogar öfters. Dann hole ich mir auch jedes Jahr an. Wie gesagt, Ronny, das liegt einfach daran, dass Eve 25 ist. Das ist halt einfach so. Du bist knapp 10 Jahre älter als Eve. Das Nesthäkchen. Das ist halt so. Das ist normal. Schützt nicht davor, eventuell. Natürlich schützt das davor. Nö. Auf jeden Fall. Diese Filme sind in der heutigen Generation uninteressant. Wobei es im Vergleich dazu eigentlich nur richtige Filme waren. Ja, natürlich, aber das ist egal. Es ist irrelevant. Weil er eigentlich genau Pulp Fiction eigentlich genau wegen seinen Dialogen den Film ausmacht. Also. Aber okay. Wer ist der Jünger bei uns? Eve momentan. Also bei uns hier ist momentan Eve der Jüngste mit 25. Hallo.
Aber du, das ist ja, überleg mal, wenn du, wenn das alleine schon so ist, dass die heutige Kindergeneration schon bei den Marvel-Helden andere Helden als ihre als Helden hat. Was lustig das ist mit Filmen, die 20, 25 Jahre oder 30 Jahre alt sind. Ja. Also, wenn du Leuten sagst, wer ist Thor? Für uns ist das klar, wer das ist. So, für die anderen, die Kinder, die jetzt gerade den ersten, also die im Fick den neuesten Thor gesehen haben, ist das sie. So. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist einfach so. Sachen habe ich auch erst mit wirklich den, also mit den Comics habe ich nie was zu tun gehabt. Groß. Ja. Die Comics sind auch was ganz anderes und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also das, die Comics haben auch storymäßig Parallelen zwar, aber sie haben ja absichtlich, sie haben ja gesagt, ja, sie werden nicht das Gleiche machen. Das ist auch sind vollkommen, sind ja extra Unterschiede da. Das ist auch für mich vollkommen in Ordnung, aber wie gesagt, also wo ich jemanden hier rausmachen kann, ist, wenn jemand in meinem Alter nicht weiß, was Pulp Fiction ist. Das kann ich sagen, ein bisschen bescheuert oder so, aber... Aber bei Eve mache ich das jetzt nicht. Also bei Eve liegt es einfach daran, weil Eve so jung ist. Punkt. Daran liegt das. An nichts anderem. Mir gefällt das Gebäude Amen. Noch nicht ganz. Also vor allem, er kann es ja sehen. Und wenn er sagt, dann, ja, es ist dann doch was Schönes für ihn, ist ja gut. Wenn er sagt, nö, ist nichts für ihn, ist es doch so. Da bin ich dann halt zu tolerant, Jungs. Tut mir leid. Alles gut. Ich kenn so viel Toleranz nicht. Nein, also wie gesagt, wenn du jetzt 30 wärst, Eve, dann wäre das schon wieder was ganz anderes. Dann musst du halt Sachen kennen, weil du dann im Endeffekt nur 5 Jahre jünger wärst als wir. So, also gut, ja, ich bin auch nur 34, dann wärst du 4 Jahre, aber trotzdem. Das ist was ganz anderes, als wenn du 10 Jahre jünger bist als wir. Das ist was komplett anderes. Ach, die jungen Hüpfer hier. Das ist halt eine ganz andere Generation. Ja, alter Mann, ist okay, ich hol dir gleich einen Krückstock. Boah. Brauchst einen Rollator? So schön, diese Lache gerade. Nee, wieso ich? Du hast doch gesagt, die jungen Hüpfer. Du hast doch gesagt, du fühlst dich doch alt, also dann brauchst du doch ja, einen Rollator. Ja, und dann hat Nossi gelacht. Ja, aber Nossi braucht doch keinen Rollator. Okay, ich weiß nicht, wer generell der Jüngste ist. Und generell der Jüngste? Oh, das wird wohl Jan sein. Würde ich jetzt so behaupten. Jan wird einer der Jüngsten sein. Na doch, ja, dann... das. Mein Cousin, der ist... Ich glaube 13 oder 14, nee, 13. Das wird einer der Jüngsten sein. Alles relativ. Bei uns in der Community, ja. Was meinst du mit generell? Ja, bei mir in der Community wird Jan der Jüngste sein. Nee, Orki hat geschrieben, generell der Jüngste. Ja, das meint er damit. Der Jüngste in der Community ist im Endeffekt. Und das wird Jan sein mit 13, garantiert. Also, es war mal eine ganze Zeit Schnitzelking, aber der ist schon lange nicht mehr... Der ist schon lange nicht mehr mit dabei. Stimmt, aber Schnitzelking, der war sonst immer der Jüngste. Der dürfte aber mittlerweile auch schon 16, 17 locker sein. Ich glaube älter. Nee. Also Schnitzel war in meinem ersten Streaming-Jahr 12. So. 12, ja. Ja gut, also 18, ja, 17, 18. Ich wollte gerade sagen, also ich weiß noch, weil ich... Also zwischen 16 und 18, zwischen 17 und 18 ist jetzt nicht so viele Jahre, ne, also... Ja klar, nee, aber ich meine nur, weil du erst so 16 gesagt hast, ich mir so, nö, das kann nicht ganz passen. Weil ich kenne wahrscheinlich auch nicht. Mir fällt gerade auf, dass mein Bruder halt einfach, also dass Eve jünger ist als mein Bruder. Ja, ich bin auch jünger als mein Bruder. Ja, das ist halt. Ist vollkommen okay. Unterschied halt. Wenn ich mir so das Alter von meinen Kollegen angucke, die sind auch alle um die 30. Die einen werden jetzt 30. Ne, die eine wird 30, die andere sind 29. So. Die sind auch alle so um die 30 rum. Ja, wenn ich mir überlege, dass ich vor 4 Jahren, vor 4 Jahren 30 wurde, ist auch schon eine Zeit her wieder. Also ich habe mit 28 angefangen zu streamen. So. Was mir dieses Jahr bewusst wurde, dass ich halt auch dieses Jahr, im September 10 Jahre schon in der Firma bin und also 10 Jahre seit der Ausbildung her sind dann.
Das sieht scheiße aus. Also es ist halt auch schon, what the fuck? Ja, Nossi, ich weiß, dass du da lachst. Sorry. Nee, alles gut. Nossi, du bist schon ein bisschen länger in der Firma. Das wissen wir. In meiner aktuellen Firma nicht mehr. Aber in der allgemeinen Arbeitswelt. Wenn ich, ich krieg immer einen Schock, wenn ich auf meinen Führerschein guck und sehe, dass ich den jetzt schon 17 Jahre hab. Du weißt, dass du den bald erneuern musst, ne? Mhm. Ach, das müssen die auch machen? Mhm, muss jeder. Ja, muss jeder machen. Oh, okay, Spaß. Interessant. Also nur Geldmacherei. Aber ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wann ich machen muss, müsste ich nachgucken. Ich glaube 25 oder so. Ich wollte nämlich gerade sagen, wie du mit Führerschein das gesagt hast. Ich muss nämlich mal, ich habe ein Ablaufdatum draufstehen. Ja, meine läuft 2031 ab. Ja, haben wir mittlerweile aber auch ein Ablaufdatum draufstehen. Also, wir haben kein Ablaufdatum draufstehen, aber unser Führerschein läuft auch ab. So, deswegen. Na, deswegen ist mir gerade dann so. Ich muss 2031 muss ich meinen verlängern lassen. Oder halt. Was auch immer ich da genau machen muss. Ja, verlängern lassen, zum Amt gehen, Geld bezahlen, dass er verlängert wird. Denn mehr musst du damit nicht machen. Sache wie, Geldmacherei. Wie Ronny, ja genau, wie Ronny schon sagt, das ist nichts als Geldmacherei. Ja, klar. Was anderes ist das nicht. Es waren, glaube ich, ein Jahr vor dem ich vorhin Führerschein gemacht habe, die hatten noch kein Ablaufdatum drauf, da war das noch nicht so. Also du warst die erste Generation sozusagen. Ja, ein oder zwei Jahre vor mir war das. Das wird ja damit begründet, dass du dann, dass im Endeffekt dann die älteren Damen und Herren ihren Führerschein nicht mehr so schneller loswerden, weil sie halt nicht verlängert bekommen. Ah ja. Ja, damit wird das begründet, Ron. Kann man doch einfach ab einem gewissen Alter eine. Nein, kannst du nicht. Nein, kannst du nicht. Weil das dann wieder gegen das Grundgesetz geht. Weil genau, das ist gegen Grundgesetz. Kannst du nicht durch. Weil du hast ja ein Recht da drauf. Grundgesetz ist ja da sehr, sehr. Du kannst ja keine Testpflicht machen, weil das eine Diskriminierung der Alten wäre. Dann sollen sie die Scheiße, die Verlängerung kostenlos machen. Fertig. Machen sie aber nicht. Mhm. Weil es auch Geld kostet. Mhm. Es ist ja Aufwand. Es muss ja trotzdem, Leute müssen das machen. Und die müssen ja dann auch irgendwie bezahlt werden. Ah, du bist alles Beamte, die brauchen kein Geld. Die Kaffee zahlen wir doch eher, also von daher. Ja, Benni, du weißt doch, was ich meine. Ich weiß, wie du das meinst, Yves, und dass ich das nicht ernst meine, das weißt du auch. Ich weiß auch. Bin ich mir nicht so sicher. Was? Dass er das weiß. Du glaubst wirklich, dass ich das ernst meine? Nein. Nö, das habe ich nicht gemeint. Ein Ronny meine ich, nicht du. Dass du das. Bei dir bin ich schon safe. Ich meinte aber Ronny. Alles gut. Ronny hat wieder von nie gesprochen. Es muss auch Beamte geben. Mhm. Wenn du da manchmal hast, was da, was sie da. Du, Orki, das ist wieder das, was offiziell heißt und was dann wirklich der Grund ist, das sind immer so zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Was wolltest du sagen, Yves? Ich hab's vergessen. Ey, Alzheimer lässt wieder. Was heißt Alzheimer? Jetzt mein schon, in dem Alter, mein Gott. Mein Siebchen lässt wieder grüßen. Ich fand das immer so geil, der Vater vom Kumpel, der war ja bei der Kripo. Und. Er hat halt so erzählt, er kam mal nach Hause, kam zur Tür rein, hat halt gegähnt und dann so seine Frau zu ihm, was denn, konntest du auf Arbeit nicht schlafen oder was? Ja. War halt auch Beamter, ne? Ja. Kennst du das Beamten-Triathlon? Überlegt sich zu Verbeamten. Nee. Orgi, kannst du gerne machen, das ist ja kein Problem. Das sind ja auch nur Vorurteile. Abheften. Das sind ja auch nur Vorurteile,
John, das ist ja auch, das ist auch jedem von uns bewusst. Vorurteile gibt's überall. Ja klar, so ja, ist überall. Ist halt so. Manche sind halt witzig und manche nicht. Manche sind halt für manche witzig und für manche nicht. Es war auch immer so geil, der hat erzählt, der ist halt auf Arbeit gefahren, also von glaubst du, wie viele Vorurteile es auf Bau gibt? Quasi fast tschechische Grenze bis nach Zwickau. Ist dann da ins, ins Dienstfahrzeug gestiegen. Ist wieder nach Hause gefahren, hat sich erstmal einen Kaffee gezogen. Vorurteile gibt es halt wirklich sehr viele. Vorurteile gibt es aber in jedem Job, ne? Also mittlerweile. So. Ja. Wie doch zum Beispiel mal, jetzt als Vergleich, was auch immer wieder. Bei vielen Berufen hast du aber einen Vorteil, oh, die machen doch nicht. Oder das bisschen da. Lasse labern, ganz ehrlich. Lass die Leute reden und hör einfach nicht zu. Oder so. Du, das ist ja genauso oder, wie. Ist ja, ja, was wolltest du sagen? Oder ihr macht doch da nur so ein bisschen Fläche hin. Das kann ja nicht schwer sein. Da muss ich mir öfters mal von Arbeitskollegen, denke ich mir so, ja, mach das mal. Ja, dann würde ich sagen, alles klar. Dann lass ich die Bleche mal weg, mal gucken, wie schnell du dein Dach fertig hast. No. Wo ich mir dann so denke, mach du das mal. Ich will mal sehen, wie du das machst. Weil es ist nicht einfach mal so, ich nehme ein bisschen Blech, roll's auf aus und klatsch es hin. Nicht? Nee, da gehört ein bisschen mehr dazu. Weil es ist ja nicht so wie so ein Ziegel, den ich einfach hindeck, wo du nur eine Verfalzung hast und du hast keine Kapillarwirkung. Hm? Oh cool, guck mal, wir haben eine Burg. Was haben wir? Oha, Kapillarwirkung. Achso. Hm. Ist das aber jetzt noch mehr geworden? Du weißt, dass du hier die eine Seite noch mal machen musst, ne? Mhm. Wir sind noch dabei gerade. Nein, hier, was noch nicht belegt ist. Hier, weil im Endeffekt hier, weil sie hier drüber kommen über das Kabel. Ja, da sind wir noch dabei. Dann stellt sich da mal. Ich hab ein paar Pilzziegel dabei. Ja, noch die Kapillarwirkung, damit muss ich mich jeden Tag umschlagen. Oder nicht jeden Tag. Aber darauf muss ich sehr achten, teilweise. Oh, das. Okay. Weil. Kann sich ganz schön. Wasser sucht sich einen Weg. Das ist nicht gerade. Das ist echt schön, manchmal zu sehen. Ich hatte immer so schön die Diskussion mit meiner Frau, dass sie ja körperlich arbeitet. Und ich nur im Stuhl sitze und ja quasi nicht körperlich arbeite. Und ich meine meinte halt so zu ihr, dann jedes Mal. Du nicht körperlich arbeiten, aber das ist trotzdem eine andere Belastung. Ja, ich habe beides gemacht. Ich war CNC-Fräser, ich habe körperlich gearbeitet. Das ist gar nicht mal so unschwer, sag ich mal. Und ich kenne halt die andere Seite. Und es ist jetzt kein großer Unterschied, ob du vom Kopf her noch willst und vom Körper nicht kannst oder ob du vom Körper noch kannst und vom Kopf her nicht willst. Also das ist... Es ist was... Jede Arbeit ist anstrengend, egal was du machst. Ja, wobei, wie Ronny gerade meint, in meinem Beruf, ich bin ja auch so ein bisschen in dem... Also ich bin ja auch in dem Beruf drin. Hm. Und wenn du dann am... Ende von der Schicht oder sonst so dein drittes Programm am Schreiben bist, dann qualmt dir auch der Schädel. Also so ist es nicht. Ja. Also. Ich hab mit Blecharbeiten, ganz ehrlich, körperlich ist es nicht so anstrengend wie die Dachdeckerarbeiten. Definitiv. Du musst aber halt an andere Sachen denken. Ich stehe halt in der Werkstatt und muss mir halt das vorstellen können, was ich da jetzt gerade mache. Ich muss halt da stehen, ich muss wissen, wie kommt das Blech dran, wie rum muss ich es kanten, wie. Und wie alles. Wie muss das später aussehen? Bringt es nicht einfach mal hier, oh ja, passt schon, drück ein Knöpfchen, fertig, aus. Nicht? Das meint, das sind die meisten, das ist bei meinem Beruf auch ein sehr großes Vorurteil. Denken auch nur, wenn du an der Maschine stehst, musst du
Programme schreiben, Maschine rüsten, etc. pp. Denken auch nur, schmeiß das Teil rein, drück auf den grünen Knopf, freue mich, weißt du? Mhm. Ja, weil die meisten sehen das ja halt eben nur, ne? Aber was da für ein Arbeitsalter ist, ist etwas anderes. Mehr. Wie gesagt, bei uns ist es halt wirklich, du musst halt dir viel vorstellen können. Es ist ja auch, du musst die Teile ja auch auf das kann ich bauen? Gerät Steve? Bekommen, ja, die Metallteile bauen. Und klar, manche Firmen haben Kräne und so, um das hochzuheben, aber das dauert dann seine Zeit und du willst aber fertig werden, weil Chef sitzt im Nacken oder was weiß ich. Und dann nimmst du das Teil halt mal mit der Hand und hebst hoch. Ist jetzt auch nicht so einfach. Boah, ruckzuck hast du da den Rücken versaut, weil du falsch hochgehoben hast, weißt du. Ja. Sieht dann auch keiner. Ja. Sieht schon eine, Ronny, aber das interessiert keinen, das musst du wissen. Das ist das, worum es dann angeht. Ich finde es immer so lustig, wie mit den Arbeitskollegen meinen, du arbeitest ja nicht so körperlich, denke ich mir so, ja, nämlich auch. Das eine Mal habe ich auch irgendwie mich verhoben gehabt oder so. Und ich habe den ganzen Tag Rückenschmerzen. Ich stand da an der Maschine den ganzen Tag mit Rückenschmerzen. Herrlich. Kannst du so schnell einmal den Rücken verrenken? Ja. Da fehlt doch nicht mal viel. Das ist da lang eine Wasserpumpenzange aufheben. Ja. Du musst nur einmal irgendwie ganz dumm stehen, du bückst dich ganz normal, dann hast du hinten einen Schmerz im Rücken, als ob da einer Messer hinten reinjagt. Also wenn das nicht reicht, Leute, dann weiß ich auch nicht. Also ich auch nicht. Es ist, also ich hab ein bisschen was gebaut mit Ronny. Ein bisschen. Ich hab mir mal einen Gedanken gemacht. Bisschen, sagt er. Leute, ja, wir müssen da oben. Ich hätte gern einen, der da oben dann sitzt. Wo? Bei der Basis, oben. Bei der Kaffeemaschine. Okay. Da kann Bronny sich hinstellen. Nee, oben bei der Kaffeemaschine und da die Basis der Kaffeemaschine beschützt. Sonst müssen wir da wieder alles bauen, da hab ich keinen Bock drauf. Ja, kann doch Bronny sich mit dem Bogen hinstellen. Ja, dann soll Bronny sich hier oben mit dem Bogen hinstellen. Mal. Oder mit dem Geschütz. Was wir da machen, da sind drei Mix-Airs drin, die wir beschützen müssen in den drei Häusern. Und das letzte Mal haben wir ein bisschen zu wenig gebaut. Jetzt bauen wir ein bisschen mehr. Ja. Ein bisschen mehr ist gut. Jetzt bauen wir wahrscheinlich zu viel. Ein bisschen ist gut. Also, ihr habt mich bauen lassen. Das kann halt dabei passieren. Es ist mal kurz eskaliert. Das eskaliert wirklich. Ja, wir haben Eve mal losgelassen. Mhm. Los Eve, pass. Fuck Eve. Nee, aber wirklich bauen ist bei mir schlimm teilweise. Sieht gut aus der Luft. Ich brauch noch ein paar Pilzstiege. Ja, da gerät Eve ein bisschen so ein Tunnelblick und so und dann. Nee, ein Tunnelblick nicht. Also die Kiste ist hier halb voll. Kannst ja, ich komm schon. Ja, ich komm. Brauchst du nicht, geht schon. Ah nee, Ronny geht schon. Benny ist schon da. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Stängel. Also warte mal, ich komm mal rüber, weil wir könnten ja gleich mal schlafen, es wird nämlich gerade dunkel. Das ist eine hervorragende Idee. Also wir brauchen noch 400 Pilzziegel. Und 228 Unkrautstängel. 200 Pilzziegel habe ich im Inventar. 400. Ja. Na gut, also, Habe ich gesagt, wenn ich das. Oder wollte ich sagen. Vielleicht können wir noch ein paar mehr. Ich habe da noch ein, zwei Stellen, wo ich gerne noch was Kleinigkeit hinmachen würde. Was sagt er eigentlich zu meinen tollen YouTube-Thumbnails? Noch nicht gesehen? Ich aber auch nicht. Alter Schwede, sieht das aus von oben. Das sieht dann aus wie ein massiver Steinklotz. Ja, ich hab gehört, wir ziehen um. Nee, da boykottiere ich. Das ist zu hässlich. Da beschwert er sich wieder. Es ist zweckmäßig gebaut. Was wollte ich denn jetzt? So, Eicheln. Es geht auch nichts über Zweckmäßigkeit. Wäre das unsere Base, würde ich das um einiges besser, einiges schöner bauen. Verdammt. I can't be the only one feeling tired. Du kannst ganz sicher sein, wenn das unsere Base werden sollte, würde ich alles wieder abreißen.
Also nehme ich gleich ein Bett mit und setze mir da ein Bett hin. Das ist meine Base. Alle warten auf den Nossi. Weil wir es eigentlich wieder abreißen könnten. Weil wir es nur brauchen, um die Mix-R zu verteidigen. Für nichts anderes ist das Orki. Ja. Und sowas müssen wir dann halt bei jedem Mix-R machen, also nicht so groß. Aber halt bei den anderen neuen halt auch noch. Da ist es aber nur ein kleiner Mix-R und nicht drei große Mix-R wie hier. Und das Schöne wurde dadurch verhindert, dass sich da die Kabel... Du kannst durch die Kabel nicht durchbauen. Ja, das ist richtig. Yum. Dadurch kannst du dann auch nicht so schön bauen. I mean, this is probably what bottle. Weil du teilweise wirklich einfach nur ranklatschen musst. So, noch was süffeln und dann geht's wieder an die Arbeit. It's pretty good. No. Stängel hacken. Wegstängeln. Ja, wegstängeln. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Better than nothing. Stängel dir ein. Hydration is the key to performance. Mach ich. Ist ja fast auf Arbeit, wie auf Arbeit, wenn der Ares da ist. Wer ist denn der Ares? Ein Hund. Habe ich mir gedacht. Den habe ich auch schön angefüllt. Ich habe Leckerli in der Schublade. Ich hoffe übrigens, dass du unseren Bot, der da drin ist, auch wieder rauskriegst. Der steht außerhalb. Gut, weiß ich ja nicht. Der steht außerhalb, der steht da genau an der einen Mauer rum. Ich hab ihn eigentlich außerhalb hingestellt, ja. Ja, ich sehe ihn. Sonne! Ah! Ich verbrenne! Das ist okay. Ich wähle dich halt mit Sonnencreme ein, davon willst du auch nicht. Ronny? Jetzt hast du dich eingebaut. Nee. Nicht? Aber den Weg nach draußen hätten wir noch gebraucht, da hoch zu's. Deswegen hatte ich hier eigentlich von der Außenmauer noch kaum was gebaut. Ah, da kommt man noch raus. Hä? Alles gut. Hab mir laut gedacht. Den Weg nach oben, okay. Das aussieht von hier oben, ist ja wie auf Arbeit, ey. Es funktioniert nicht mehr. Ich hoffe, das reicht. Ah, keine Pilzziegel. Ich hab welche. Wo brauchst du welche, Ronny? Hier, wo ich bin. Also, ich hab 400 Stück dabei, also. Oh. Ja, ich mach mal hier die. Da, wo du bist. Okay, warte. Ich hoffe, das reicht. Wo bist du denn? Wo ist das? Na, hier. So, ja, gut, warte. Ich hab gehört, der Orki möchte das übrigens schön bauen dann. Der Orki hat das Spiel, glaube ich, nicht. Okay, man muss sich wohl teilweise ein bisschen ducken. Wir wollen ja auch eigentlich drin stehen bleiben, obwohl nee, wir wollen ja nach außen. Fällt mir irgendwie nicht so ganz. Hi. Was? Okay, will nicht. Oi. Doch, hat er, will er aber nicht. Das ist okay, Orki. Bin ich jetzt aber nicht in Ordnung. Ich schon. Das Standort belegt. 150 Ziegel liegen wieder in der Kiste. Reparaturkleber ist auch fertig. Kann ich neuen machen? Everything looks good from here. Welcher ist denn das?
Das, wovon wir auch was haben. Also, was wir halt nicht brauchen. Let's see what's around here. Ich bin mir irgendwie hier noch nicht ganz sicher. Termitenbrocken. Nicht mehr. Wofür brauchen wir denn Termiten? Keine Ahnung. Assel, ja. Also ich kann mit Asselbrocken kann ich machen. Ja, mach doch. Also Rüstung brauche ich keine mehr aktuell. Wir haben aktuell keine. Oder saure Klumpen, da haben wir am meisten. Da haben wir nee, saure Klumpen würde ich nicht machen. Würde ich auch nicht machen. Minzstücke, mal gut, dann machen wir zu. Nee, ich würde von den Minzen oder so gar nichts nehmen. Nur von den Insektenteilen. Dann hätten wir noch Nashornkäferteile, kann ich auch was machen. Ja, dann mach doch. Und Termitenbrocken. Na gut, ja, also Termiten brauche ich, glaube ich, am wenigsten. Gut. So, Benni, hier vorne habe ich noch ein paar Baupläne gesetzt. Ja, alles gut, ich bin gerade erstmal hier drin, hiermit beschäftigt. Ja, nee, ich sag nur. So. Ah. Wo kam der Reparaturkleber hin? Einfach in Reste. Da war noch eine Stelle, wo ich noch ein bisschen zubauen wollte. Das sieht da dann nicht so einfach hin, das Ding. Irgendwie. Benni hat auch schon gesehen, was passieren kann, wenn man mich in Ark, wenn man mich in Ark ungestört bauen lässt. Eskaliert dann. Did escalate quickly. Und da stehen halt dann dezent große Gebäude meistens. Willst du damit irgendwas? Aber die auch meistens seine Nutzer. Nee, die haben dann meistens auch einen Nutzen. Okay. Das hat nicht, nichts damit zu tun, dass ich. Okay. Alles gut, Ronny. Nee, ich baue einfach gerne. In so spielen. Apropos bauen, ich muss mal wieder in Minecraft reingucken. Der Rüsselkäfer knurrt mich an. Hat er gemacht. Ja. Zeig Dominanzknurr zurück. Wenn du spielen solltest, sag mir mal, ob der Server schlechter läuft oder ob es noch gleich ist dann. Okay. Weil ich habe letztens den RAM ein bisschen runtergestellt. Das wurde mir dann doch etwas zu teuer mittlerweile. Rein theoretisch sollte eigentlich mit 8 GB auch gut laufen. Theropraktisch. Ah. Es lacht. Ja, wir haben einen Zuhörer. Was haben wir? Bitte? Zombie hat gerade zugehört von wegen Dominanz zeigen und zurückknurren. Warum? Ach, sie guckt bei Ronny zu. Ist so ein Insider. Was, ich kenne den nicht. Okay. Fuck the shit, I'm out. Hat gerade gut gepasst, also. Sag mal, sie soll doch arbeiten. Guck dir mal auf die Uhr, sie hat Feierabend. Ach stimmt, da war ja was. Fuck. Gott. Oh, ich glaube, da kommt gleich was. Die Leute glaub, wieder da, hier. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, deswegen. War das die Antwort? Ja. Nee, ich habe nur einmal ins Discord geguckt und habe das Tippen gesehen. Was hast du gesehen? Ich hab nur einfach gesehen, dass sie geschrieben hat. Okay. Das ist schön. Ich hab nur, nachdem ich die Uhrzeit gesehen habe, hab ich mir gedacht so, da kommt jetzt gleich was.
Warum hast du das Ding in der Hand? Ich hatte gerade Pollen in der Hand. Ja, die Frage ist, wollen wir noch überall an die Außenwände die die Stachelhalme machen? Das wird teuer. Das wird sehr teuer. Das brauchen wir nicht. Wir haben es letztes Mal schon fast geschafft, Leute, ne? Vergesst das nicht. Ich glaube, dass das jetzt lang wird. Dann. Das wird definitiv lang. Ja, das auch. Ich hab vielleicht eine Festung gebaut. Quatsch. Nein. Ich hab grad einen Rüsselkäfer erschlagen. Maru! Rüsselkäfermörder. Es fehlen nur noch die Stängel. Komm mal her. Warte mal, da drüben. Ja, gut, nur noch die Stängel und halt das, was jetzt noch offen ist. Ja, also brauchst du aber auch nicht höher bauen. Mehr will ich auch nicht mehr oben drauf. Also jetzt nur noch das, was jetzt an Bauplänen ist und mehr will ich gar nicht mehr. Jetzt meckern noch mal. Das ist schon wieder viel zu viel. Meckern noch mal. Die sind letztes Mal bei 2 Stück durch die Decke durchgebrochen. Deswegen habe ich die Decken doppelt, dreifach gemacht diesmal. Ja, also nein, ich meine nicht die Decken sind zu viel, sondern ich hab die Katze Wände. Im Gesicht. Das macht ist eine nix. Ausrede, nichts anderes. Macht nichts, du kannst trotzdem weiterhacken. nee. Hab eine Muschi im Gesicht. Ich finde übrigens immer, danke, ja. Hallo, das sind beides Kerle, ne? Also die haben keine Muschen. Ja. Ich finde immer noch Katzen- und Hundehaare. Im Auto. Da musst du dein Auto mal sauber machen. No. Da. Jetzt habe ich Haare im Gesicht. Und damit meine ich nicht den Bart. Wow. Hier fehlen noch ein paar Pilzziegel. Ich hole gerade neue. Achso. Macht nichts. Also ich finde von ein paar Kollegen von den 2 Hunden habe ich auch noch letztens Hundehaare wieder gefunden in meinem Zimmer. Warum habe ich jetzt die scheiß McDonalds-Melodie im Kopf? Was? Ba-da-ba-ba-ba. Eve, hol mal Stängel. So, auch mit Hacken. Ich bin auch die ganze Zeit am Hacken schon wieder. Nur hier oben spawnt halt, ist halt noch nichts nachgespawnt. Ich hab gleich eine komplette Axt verhackt für Stängel. Und die ist auf Stufe 6. Ich sehe von hier was Stängel wirft. Ja, ich gehe alles, was Richtung so Base geht, gehe ich nicht mehr hin, weil ich dauernd von roten Ameisen belästigt, Feuerameisen belästigt werde. Und nein, ich habe keinen sexuellen Belästigungsrander dabei. Sexuelle Belästigungspanda. Bevor das jetzt wieder kommt. Du musst jedes Mal pfeifen, wenn sie dich belästigen, so, ey. Okay. Wenn du nicht belästigt wirst. Der sexuelle Belästigungspanda ist dafür da, um sexuell belästigt zu werden. Achso. Muss ich mir den zulegen? Wieso möchtest du gerne sexuell belästigt werden? Oh ja. Wo kann man sowas kaufen? Nein, das, was du möchtest, ist sexuell verwöhnt werden, nicht sexuell belästigt zu werden. Achso. Wo ist der Unterschied? sexuelle Lust. Willst du das eine, willst du nicht. Wollte sagen, das eine willst du, das andere willst du nicht, Ronny. Da ist der Unterschied. Ja, das ist eine Ansichtssache. Ne? Nö, da ist der Unterschied. Ganz einfach, bei sexueller Belästigung ist es für dich, wenn du es nicht willst. Sexuelle Lust ist, wenn du es willst. Ja. So einfach ist das. Was für Praktiken dann da einhergehen? Könnte sein, dass es vielleicht bei beiden Vorgehen Parallelen gibt, das will ich nicht abstreichen. Kommt dann auf die jeweilige Person an, die auf was die steht. Aber sexuelle Belästigung ist es, wenn du es nicht möchtest. Sexuelle Lust ist, wenn du es willst. Fertig. Ganz einfach geregelt. Ganz einfach erklärt. Wie gesagt, ein Jahr Abstinenz. Ja, Tom. Distelstachel und Saft. Ich geh mal grad rüber.
Und hol da mal. Also, wenn Ronny jemals wieder VR-Chat spielen soll, kommt er auch in die Gruppe mit Ronny Jail. Was? Wenn du jemals noch wieder VR-Chat spielen solltest, dann kommst du in die Gruppe mit Horny Jail. Ja. Warum? Bin da auch drin. Hatten wir nicht vorhin das Thema, wir wissen nicht, was Ronny gefällt? Warum sollten wir nicht wissen, was Ronny gefällt? Die Frage ist nur, wollen wir das wissen? Nein. Ich glaube nicht. Also ich nicht, wenn du es wissen willst, kannst du ihn gerne privat fragen. Also ich sag mal ach, so. Nossi, ne, das erzähle also, ich dir doch gerne. Also ich sag mal so, ne? Also so schlimm kann das nicht sein. Ich habe schon alles Mögliche gehört an sexuellen Wünschen und Träumen. Also so schlimm kannst du gar nicht sein, Ronny. Verstören schaffst du nicht, garantiere ich dir. Meinst du? Bin ich mir ziemlich sicher. Ich kenne jemanden, der jetzt weglaufen würde und würde sagen, ich bin zu jung dafür. Oh, ich nicht. Weil ich bin nicht zu jung dafür. Ach so. Nee. Okay, ja gut. Also Leute, ich habe eine Schwachstelle in eurer Verteidigung. Was? Da machst du zu. Komm mal her, dann siehst du die Schwäche in deiner Verteidigung. Ich sehe es in deinem Stream. Also da ist so die Schwäche. Wo ist die Schwäche? Ja. Da aber ist so die Schwäche. Natürlich kommen die. Ich gerade aus dem Pfad fast. Wenn die von hier kommen, können die auch hier rumgehen. Die müssen nicht dadurch. Nee, dann baue ich dann noch das Raster da weiter. Also, übrigens, nur dass du mal so weißt, ich hatte kurzzeitig überlegt, das sogar noch diagonal zu verstärken. Also das Raster auch noch in jedes Viereck eine Diagonale einzuziehen. Ja. Das habe ich dann ganz schnell gelassen. Was wollte ich denn jetzt? Du meinst das, was ich hier gerade mache, ja? Ja, das hatte ich überlegt, in alles reinzubauen, auch in die ganzen Gebäude. Aber dann ist mir mal eingefallen, wenn ich das mache, wird das unglaublich teuer. Distelstacheln? Nirgendwo. Musst du Disteln kaputt machen. Musst du zu Disteln gehen und die abernten. Kaputt machen kannst du die Disteln nicht. Ich meine. Wollen wir nicht einfach diese Stacheln da hinten weglassen, Ronny? Die baue ich jetzt. Ist mir scheißegal. Oh, guck mal, schon ist die Schwäche weg. So was aber auch. Ja, dann gehe ich mal Disteln ernten. Disteln ernten. Ja, doch. Sprachfehler. Na, jetzt geht der mit Sprache lernen, Bubble. Also, haben wir noch irgendwo Ziegel, die ich bauen muss? Oder sind sie noch? Boah, musst du gucken. Ich hab gerade. Pilzziegel sind doch irgendwo 188. Nein, ich bin reingefallen. Ich hab gerade Pilzmangel. Glaub, wir haben auch gleich alle Pilzziegel. Das klang jetzt irgendwie falsch. Ich glaube, machst du vorn Richtung Süden raus praktisch? Oh, ich hab einen ORC-Empfänger. Ein Ork? Wo Richtung Süden raus? Und so Richtung unsere Base raus, vielleicht da noch irgendwas? Also wie gesagt, ich weiß es gerade nicht mehr, du hast schon ziemlich viel aufgesammelt. Zufällig schon ziemlich viel gebaut da, fertig gebaut. Warum habe ich jetzt die Gasmaske angezogen? Also zum Müllwoll, deswegen Dünger. Nee. Aber ich glaube, Pilzziegel herstellen brauchen wir jetzt nicht mehr erstmal. Ich habe gefettfingert. Ach, Nossi. Das Alter und so, ne? Ja. Also ich sehe hier keine Pilzziegel mehr. Ah, da. Okay, jetzt sehe ich sie. Hey, Rüsselkäfer. Moin. Ja, da war es mir an manchen Stellen noch etwas zu unsicher. Der will mich bombardieren. Pilze. Dann bomb zurück. Pilze. Doch garantiert ein Bombardierkäfer, der dich da bombardieren will. Ja. Müssen wir für Ronny noch ein paar Pfeile machen. Also stärkere Pfeile. Warum? Vielleicht ein paar mit Minze oder so. Warum?
weil die dann auch noch besser sind, wenn er mehr mit dem Bogen schießt. Ja, schauen wir mal, nach vorne kommen. Außerdem hat er doch da oben eine Basis zu verteidigen, haben wir doch gesagt. Ja, aber wenn er von oben runter schießt, kann er trotzdem damit schießen. What the fuck, was ist denn hier los? Eine Ameisenstraße? Hallo? Was machen die denn da? Ja, du bist angeguckt. Geht's euch gut? Alles okay? Habt ihr Schmerzen? Okay. Nee, da waren so gerade 7, 8 Ameisen auf einem Haufen und. Also ich find diese Minzpfeile finde ich Verschwendung, weil du dafür die Materialien verwenden musst. Bist du Mama? Und du kannst sie nur einmal schießen und wenn du sie dann wieder aufhebst, sind es wieder normale Pfeile. Deswegen finde ich das schwach. Gut, das weiß ich ja nicht. Naja. Wenn du Mainz-Pfeile aufhebst, sind es dann noch normale Pfeile. Spinnenmobbing. Deswegen sind diese Pfeile meiner Meinung nach Materialverschwendung. Das ist ja kacke. Ich sehe aber ein kleines Problem an den Türen hier. Hm. Okay, du warst Spinnenmama. Okay. Da gibt's kein Problem. Doch. Da gibt's kein Problem. Doch. Ruhe, da gibt's kein Problem. Das Problem ist, du hast da zwischendurch teilweise mal dann nur eine längliche Kammer und wenn die da sind, sind die halt schneller durch teilweise. Sag mal. Dann muss halt Ich hab jetzt gerade eine Spinnenmama getötet, ne? Warum greift mich jetzt eine Ameise an? Weil du die vielleicht miterwischt hast in irgendeinem Punkt. Nein, weil die Spinnenmama die Freundin von der Spinnenameise, von der Mama-Ameise war und du hast sie jetzt getötet beim Kaffeekränzchen. Dafür musst du natürlich sterben, das ist doch wohl logisch, also. Ach, die hatten irgendwas am Laufen. Oh, alles klar. Okay. So sieht's klar aus. Aber jetzt habe ich gerade die Aggro von der Ameise auf die Spinne gezogen. Geil. Ich bin so fies. Oh, ich sehe gerade noch was. Oh, was das denn? Hier hinten muss noch sehr viel Wabentechnik, noch sehr viel Wände platziert werden. Warum? Weil hier nur einfach nur Stumpfwände in einem Abstand hingesetzt wurden. Aber du dich erstmal um die Böden, ich mach das schon mit den Wänden. Ah. Oh, Hilfe, irgendwas. Oh. Sorry, kümmer du dich mal um die Bögen. Was hast du gemacht, Ronny? Zu viel gedroppt. Ja, ich merk's gerade. Ich sammel's gerade wieder ein. Ich merk's nicht. Oh, Friend Drops des Todes. Sollte sich wieder fangen. Alter Schwede. Ich hab keine Frame Drops des Todes. Ja gut, ich hab halt auch den ich bin der Host, ich merk das sofort. Der Host. Der Host. Der Horst. Ich hab halt nur gerade gemerkt, meine Frames gehen runter. Irgendwas passt nicht. Ja, der Stream von Ronny hat auch grad ganz böse gelegt, also. Ja. Was hast du gemacht? Nichts. Hast du gerade die Kiste kaputt gemacht? Nein. Nein, nein. Nein. Alter, Ronny. Ich wollte das alles droppen, um dann N zu drücken, damit ich es nicht wieder rausziehen muss, aber ja. Was hast du da alles gerade rausgeschmissen? Ich sehe es nur gerade im Stream. Eigentlich nur Haselnüsse. Und Disteln. Distelstacheln und Saft. Saft. Nur. Ja. Du hast mir nur gerade eben mal die Frames auf 5 runtergedrückt. Oh, Ronny, ey. Hm? Ach, da haben wir einen Hässlern im Baum. Ah. Wie immer. Der ist doch schon ganz Zeit über der Basis ist der doch. Also nicht über unserer Basis, sondern über der Basis von, wo Börgel drin ist. Ich stängel hier ein. Alter, meine Hand wird lahm. Warum? Weil ich gerade den ganzen Scheiß wieder aufsammle. Guck mal, kriegst jetzt du das? Ah, hab ich schon. So, hab ich jetzt alles? Hättest du ja nicht rausschmeißen müssen. Irgendwie fehlt da was. Naja.
Ich habe gehört, wir machen jetzt statt Stängelfußböden Fußböden aus Kletter. Nö, die kannst du alleine machen. So Leute, das reicht hier hinten aber auch. Also die kommen da schon nicht durch. Und wenn sie da durchkommen, dann kommen sie halt durch. Dann ist halt so fertig. Du weißt, wenn das fällt, dürfen wir alles wieder aufbauen. Ja. Deswegen... Nein, ich baue da nicht noch 5 Ebenen rein, Eve. Ich wollte einfach nur noch mal einmal das Quer. Mehr nicht mehr. Also das hat einfach zwischen jeder Reihe noch mal quer ist. Dass das wie ein Viereck ist. Nein, Eve aus. Pfui. Sitz. Ne, ist doch in Ordnung, Benny. So wollte ich es machen, wie es hier hinten jetzt ist. Das reicht auch. So. Ja, mich hat einfach nur gestört, dass das einfach nur parallele Wände waren. Ja. Das ist an parallele Wände falsch. So, wo hast du die Stängel, Eve? Warte, wenn du in meine Richtung guckst, da guckt oben so ein trockenes Blatt. Da schmeiß ich die ganze Zeit runter in der Ecke. Mhm. Ist nicht zu übersehen. Ja, hab ich schon. Hab ich schon. So, wie viele Batterien stehen hier eigentlich rum? 1, 2... 3 Stück. Wo ist die dritte? Ach, da hinten. 3 Stück, für jeden mixt er eine. Mhm. Aber ich muss bald den Platz wechseln. Geronimo! Ja, nicht. Weil hier oben ist nichts mehr. Du, die werden reichen und Eve, du musst nichts mehr machen. Nein, die reichen nicht. Hm? Du hast das. Benny, guck mal, wenn du B drückst, ist noch 331. Was? Die wir noch brauchen? An Stängel. Ach so. Was ist mit Pilzziegeln? Sind wir fertig mit. Aber brauch nichts mehr machen. Also du bist erlöst von deinem Pilzziegel machen. Ja. Du kannst jetzt auch wieder rüberkommen. Ah, schön. That's interesting. Er hat schon mal der Finger getan von Space, das zu drücken. Jetzt habe ich gerade so schöne Pilze hier angebaut. Macht nichts. Oh, keine Sorge, die brauchen wir noch. Wir haben noch 9 Mix-ER übrig. Die müssen wir auch noch zu bauen. Mhm. War ich gerade so schön im Flow. Ja. Also ich kann hier drüben jemand beim Hacken gebrauchen. Kannst du mal, Nossi, bevor du rüberkommst, kannst du die Seile, die du drüben hast, die groben Seile alle mal rüberbringen? Alle? Ja. Alle. Alle. Oh. Lass mich raten, du hast keine mehr nebenbei gemacht. Doch. Was habe ich denn hier? 3, 6, 9, brauchen 10, wir noch irgendwo 10, Tür? 18, 200, 210 Seile habe ich jetzt hier gemacht. Ja, ist in Ordnung. Musst du mal schauen, ob wir noch irgendwo Türen brauchen, Ronny, kann ich dir reicht das? Ja, das könnte lang. Gerade so. Kannst auch nachgucken. Wenn du Wege durch hier kommen wir durch, hier kommen wir durch. Seite, wo haben wir dann Seite? Grob 105. 60, ja. 60 wir brauchen wir. 60? Ja. Ich brauche noch ein paar Distelstacheln. Kannst du was zu essen mitbringen? Dann hol eine Distel, such dir die Distel, Ronny, im unteren Garten und hol sie dir. Aber essen kannst du selber, ja? Ja, essen kann ich selber. Ich finde nur gerade hier nichts, was ich umbringen kann. Wieso unterer Garten? Braucht denn noch Essen? Fertig. Nee, ich meinte hier, Hallo, braucht noch mehr Essen? Nee, Nein. Ich bin voll. Ja, ist schon mal klar, aber brauchst du Essen? See what's around here. Also aktuell nicht, ne. Okay, gut. Noch irgendwas? Wow. Ronny? Hm? Problem. Was? Die ganzen Eichelnkappen, die belagern komplett den ganzen Eingang hier oben, die auf der zweiten Ebene. Was? Ja, ich komm rüber. I'm coming. So, genau wollte ich das nicht wissen. Das war so. Und nach ein Jahr Abstinenz geht das schnell, keine Sorge. Mhm. fertig. Da braucht er nicht so lange. Da kann man. Da reicht einmal die Spitze zu berühren und fertig. Ja, schief angeguckt, fertig. Zack. Ah. Kommst du mir entgegen, Hossi? Warum? Ja, das ist die Frage. Nee.
Okay. Gut. Einmal angeguckt, fertig. Ja, nicht, dass wir uns hier in der Mitte treffen und dann ins Wasser fallen oder so. Ja, dann machen wir den Move. Den Move, ja. Da ist aber kein Seil unten drunter. Nee, ich bleib hier. Ronny, mach mal wieder den Move. Ja. Ich war zwar nicht dabei, ich hab's aber dann später gesehen. Sah genial aus. War ein super Move. Ja. Guten Tag. Da. Oh. Alter. Ja. Ronny kommt drüben an und ich krieg framed. Auf. Willst du mich verarschen? Ach, guck mal, hier sind die anderen Distelstacheln, die ich noch gesucht habe. Oh mein Gott. Oh, ey. Das ist wie so bei den Kiddies, man räumt ein Zimmer auf. Ja, alles mal weggeschoben, ne? Ach, da sind meine Klamotten gelandet. Da liegen sogar noch Zeug auf der Treppe. Was hast du da alles gerade rausgeschmissen? Alter. Ja. Ach, Ronny. Einmal mit Profis arbeiten. Ronny, du machst das schon. Ich geh rüber. Alles schön aufräumen. Alles schön aufheben. Ist das Haus hier drüben fertig, Benny? Ja, ich hab da alles hingesetzt. Okay. So, das war's. Stimmt, Nossi hat ja noch gar nicht die Festung hier drüben gesehen. Doch im Stream, oder? Ja, außer wenn im Stream. Ja, ich weiß nicht, ob im Stream. Ja, so aus dem Augenwinkel. Ich seh's ja jetzt. Gewaltige Festung. Der müssen wir noch einen Namen geben. Ja, wir nennen sie Festung. Das reicht uns doch nicht! Nee, das ist ein Scheißname. What the fuck? Was habt ihr... Mein Gott. Was habt ihr da gemacht? Ja. Wie viele Wände hätten sie gern? Ich sag, jo. Also ist auf Eve Mist gewachsen. Ich bin unschuldig. Ihr habt mich bauen lassen, das ist auch eure Schuld. Ja, die Pilze sind auf Eves Mist gewachsen. Also das sollte lang. Ich glaube, der Garten hat einen neuen Bereich, ne? Die Festung. Wir müssten noch einen Burggraben drumherum ziehen. Ich könnte sagen, die Festung der Einsamkeit, aber das wäre ein bisschen zu dramatisch. Würde aber auch passen, oder? Geronimo! So, wie gesagt. Essenslieferung, wer will? Nö. Ich komm. Wo bist du? Ich komm. Dir. Erscheinen reicht. Oh! Scheiße! Kann ich. Da hinten. Ja, klar, jetzt kommt noch eine Larve oder was? Bring sie halt um. Ey, ihr habt aber Scheiße gebaut hier, ne? Guck mal da. Guck mal da raus. Bist du tot, Eve? Nein. Okay. Ich ruhe mich nur aus. Okay. Augenpflege. Ja, klar, ich komme aus dem Forschungslabor auf den Streck vor Wolfgang. Machen tot? Nee, nicht mit dieser Rüstung. Hier gibt's doch nicht mal eine Tür. Hä? Hier? Ach, da. Kann sein, dass ich ducken muss. An manchen Stellen gibt's eine Tür. Eine? Wie viele Türen möchten Sie? Ja. Ronny, du brauchst auch Distel, ne? Direkt neben eure neben deinem Distelbereich ist eine Distel. Schon gut, hab genug Disteln gehabt. Ja, aber sonst könntest du hier abehren. Hier ist direkt eine Distel genau nebenan. Mhm. Nossi, du kommst doch zu mir, oder? Ja. Bräuchte mal Hilfe. Ja, was meinst du, ob wir jetzt nicht mehr zu dir kommen? Was ist denn jetzt hier oben eigentlich? Kommt hier noch was durch, oder? Alter! Von was bist du belästigt? Nein, Ronny, das ist alles erledigt. Es braucht nichts mehr. Du musst nur noch die... Jetzt bin ich Sitzen, dann war es das. Oh, Entschuldigung. Ich hab's nicht gesehen. Er haut ab. Nur noch die Decken, dann ist durch. Und dann sind wir fertig. Dann laufe ich hier alleine. Oh. Nossi, du hast doch die Seile, ne? Ja. Dann bräuchte ich hier unten gleich mal.
Nachdem du nachdem du die Doktorspiele mit Eve beendet hast. Nee, da gibt's jetzt nicht andere Leute, wenn ich machen würde, aber ich mit Eve. Ja, Eve, ich hab's versucht. Ich möchte das auch nicht mit ihm machen. Nee. Eve, ich hab's versucht, mehr ging nicht. Jetzt habe ich 3 Ameisen, hier willst du mich verarschen? Ja, was denn sagt da? Er hat Honig am Popo. Da brauchst du nichts hinmachen, Ronny, davon da kommt nichts. Das sind Stängel. Ach klar. Nein, von hier kommt nichts. Ja, ich bin auch da. Jetzt. Was war denn gegen Feuerameisen? Gut. Frische Kick oder? Keine Ahnung. Ja, frische Kick. Frische Kick. Ich block hier nur noch. Könntest du mal aufhören, mit den Ameisen rumzuflirten? Dankeschön. Da sind noch mehr. Eine. Krass. Zwei. Festung. Das Schöne ist, ich hab halt. Ja, ich wurde angespuckt. Wo ist denn der? Wo kommt der jetzt her? Moment. So. Komm her, kuscheln. I was sure that was the end. Da hast du was zu essen. Brauchst du noch, oder? Geht. Ich würde noch einen nehmen. Da. That tastes surprisingly not terrible. Hinten weiter aufbauen. Wer wollte die Seile haben jetzt? Benny. Wo ist Benny? Der steht schon neben dir. Ich hätte auch Seile herstellen können, sehe ich gerade. Nein, Benny steht nicht neben dir. Benny ist gerade dabei und macht. Holt die letzten. Dann war das Ronny. Kannst sie einfach setzen, Nossi. Da wo die Stängelböden gebraucht werden, da kannst du einfach hinsetzen. Nimm doch den Stängel. Da. Aber ich hab keinen Bock drauf. Ach, das ist natürlich weit hinten. Das ist der Autoreifen, der ist mir hier. Okay. Ich denke mal, im Autoreifen ist der Milchmüll da. Nee, das ist in der Werkzeug, glaube ich. Ach, willst du mich verarschen? Ja. Nein. Irgendwann sehe ich mich da reinfallen. Da ist eine Spinne. Da gehe ich jetzt nicht hin. Mach weg. Mit meiner anderen Rüstung, ja. Wie gesagt, kommt mit der Rüstung nicht gegen die starken Gegner klar. Oh, einfach so viel Schaden bekommen. Irgendwo. Die Blätter habe ich schon aufgehoben. Achso. Wenn du die meinst. Ja. Lossi, kannst du mal bitte kurz hier hinkommen? Und mir mal kurz hier hinter die Türen vor mir auf und wieder zu und hinter mir wieder zumachen. Auf und zu. Der Türöffner. Auf und zu. Da komme ich nicht durch. Kannst du wieder zumachen, so zumachen. Es wird schon als Türöffner deklariert. Ja, lass aber es war nicht degradiert, also von daher. Eine Tür steht da, kommst du nicht rein. Kommst du nicht rein. Jetzt mach ich die Türen alle auf, ne? Ja, kannst du wieder zumachen. Ich komm, das reicht, das funktioniert nicht. Ja, es funktioniert nicht. Ja, weil die nach Schreie John Wayne oder bin ich da? Ja, hier hinten fehlen noch ein paar Böden. Ja, ich bin doch auch noch lange nicht fertig. Nee, ich meinte dann, wenn die Böden gebaut sind, wollte ich da eigentlich nochmal eine Reihe drauf machen. Die Türen funktionieren nur, wenn man geduckt geht. Ja, das kannst du nicht, wenn du ein Lager in der Hand hast. So, gut.
Hier fehlen noch überall jetzt noch die Seile und dann sind es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Böden. Moment, alles fertig. Ich hab nur noch 15 Türen vor mir. Moment, ich bin gleich da. Aussieht, weil du siehst einfach nur noch, was sie durchrennen. So. Hier ist ein Sonny. Jetzt treppe ich mal die ganzen Seile hier. Nee, komm doch her. Ich komme nicht wieder zurück zu dir. Da kannst du knicken. Mach doch hier eine Kiste. Hä? Hier ist eine Kiste hier. Ich bin hier drin, Nossi. Wo? Ach, da oben ist er. Hier ist eine Kiste. Ja, oder er kann doch einfach die Seile platzieren. Das langt nicht von der Reich. Kiste. Was die hier alle Ansprüche stellen. Ja. Du musst einfach nur über das Lager hochspringen. So, und ich geh mal kurz pinkeln. Bis gleich. Viel Spaß. Also, hatten wir. Also, Benny, das ist die perfekte Grundform für einen Wachturm. Hey, ja, was? Welche Grundform? Okay. Das? Ja, das ist richtig. So, Leute, ich bin mal kurz pinkeln. Bis gleich. Jo. Du stehst in dem Boden drin, deswegen kannst du keinen Seil platzieren. Ich weiß. It's no women crime, but it's better than nothing. Schön machst du das. Mhm. Denke ich mir auch gerade. Hat so was Beruhigendes. Halt noch so schön plopp macht, wenn hast du ein Glück. Nein, ich hab da überall schon Böden eingezogen plopp. Extra. Plopp. Also das, hier das muss innen drin. Plopp. 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 Hier einmal bitte. Nur noch auf der anderen Seite sind noch welche. Oh, das wird lustig. Plopp. Und dann einmal hier unten drin. Da muss ich hier drauf und bücken. Türöffner, jetzt bücken. Dann bück dich, Phil. Wunsch ist Wunsch, ja. Sind wir hier bei Fortnite? Hallo? Mach den Boden hier weg. Warum denn? Das Stängel war's mehr. Dann, das sind die letzten Böden. Aber Benny hat noch Stängel. Ja. Uns fehlen aber dann, fehlen uns dann immer noch Stängel. Unkrautstängel, Pilzziegel und grobes Seil. Uns fehlen uns drei Stängel. Wo ist denn das hin? Dann geh drei Stängel besorgen. Nee, acht Stimmt Stängel irgendwo fehlen. Zwischendrin oder so. Dann geh acht Stängel besorgen. Ronny gemacht. Was hab ich? Ich hab den Ronny gemacht. Ja. Sieht schon crazy aus. Jetzt wollte ich gerade sagen, für Fortnite, aber da bist du halt falsches Spiel. Fortnite würde ich auch nicht mitspielen, das müsstest du dann ohne mich spielen. Ja, ohne mich auch. Ja. Ich würde höchst, also wenn, es gibt nur ein einziges Spiel, was ich da was ich spielen würde. Das wäre das Tower Defense Game. Aber hier fehlen noch Seile, Nossi. Es fehlen jetzt nur noch deine drei letzten Stängel, Benny. Das ist doch schön. Ich bin aber noch nicht wieder am Platz. Ja, ich sag doch nur. Sollen wir einen hauen? Direkt oder was? Direkt soll der oder was? Ich muss erstmal mein Zeug. Ich muss dann gleich erstmal mein Zeug reparieren. Mhm. Ich muss erstmal meine Rüstung austauschen. Ja, ich auch. Rüstung austauschen, Zeug reparieren, Waffen wieder mitnehmen. Die hab ich sowieso immer alle an, Mann. Nee, ich hab die alle rausgelegt, weil ich einfach nur sehr viel Inventarplatz wollte. Oh, das ging auch so. Ja. Gut, du hast nicht. Ich hatte die ganze Zeit ja die ganzen Pilzziegel da dabei.
Mach ich auch. Aber nicht ganz. Nochmal ein bisschen Wasser fertig machen hier. Und ein kühles Getränk aus dem Kühlschrank dazu. Wollen wir das heute Abend noch testen? Oder? Testen, wenn wir das heute Abend. Also wenn wir es testen, machen wir es. Testen gibt's da nicht. Ja, das war ja die Frage. Ja, das können wir das gerne machen. Ich habe da keinen Stress mehr. Ich würde es das nächste Mal gerne machen. Das dauert höchstens eine Viertelstunde. Bis wir jetzt alle wieder uns bereit gemacht haben, vergeht wieder eine Viertelstunde. Nö, das dauert 5 Minuten. Ja, bei dir vielleicht. Ja, ich weiß nicht, was du alles machen willst. Ey, wie gesagt, mir ist es egal. Können sie auch beim nächsten Mal machen. Jetzt geht doch jeder aufs Klo und dann kann man losreiten. Da war ich gerade schon. Also Nossi möchte es heute noch machen, Benny anscheinend auch. Nö, nicht wirklich. Ich will mir den Schrecken fürs nächste Mal sparen. Mhm. Mir ist das egal, dass es 5 Minuten Sache hat, die du da durchziehen musst, aber mir soll es egal sein. Ich weiß noch nicht, wie lange wir heute machen wollen. Also wir haben 10 vor 10. Uhr. Das sehe ich jetzt gerade erst. Ich sehe gerade jetzt erst Ronnys Streamtitel, ne? Farm Orgie im Vorgarten. Ich musste da eine Null nehmen, weil Orgie hatten nicht gefallen. Den Titel durfte ich nicht nehmen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ist ja auch nicht Twitch-konform, mein werter Herr. Ich weiß. Dafür könntest du gebannt werden oder ein Timeout bekommen. Also Chat, wenn ihr mir was Böses wollt, viel Freude. Okay. Ja. Report ist schon raus. Okay. Oh, sind schon 2 Reports raus. Oh, Ronny, verabschiede dich von deinem Stream-Account. Ja. War schön mit dir. Ja. Finde ich auch. War schön, dich gekannt zu haben, Ronny. Dann geh ich auf YouTube. Mach ich den Dr. Disrespect. Ja. YouTube zahlt aber nicht so gut. Macht nix. Better safe than sorry. So, man ist wieder an. Gesundheit! Auffischen. Auffischen. Er kam aber von ganz innen. Ja, tief. Auffischen. Kam aber aus der Hölle. Oh. Guck mal, jetzt schneit sogar im Spiel. Zieht zurück Gänsehaut. Arsch. Eher Regen, ne? Apropos, hier gibt's keinen Regen, ne? Ich glaube, wenn Regen kommen würde, würden wir auch erschlagen werden. In der Wüste von Nevada sein oder so, keine Ahnung. Ich glaube, wenn da Regen kommen würde, würden wir erschlagen werden. Ich wollte gerade sagen, die Regentropfen, die wären, glaube ich, ein bisschen tödlich für uns, ja. Ach, stell dich mal nicht so an. Mit der richtigen Rüstung. Dann können wir dann jedes Mal Slalom laufen, um den Regentropfen auszuweichen. Die Regenwurmrüstung, ja? Genau. Die Regenwurmrüstung. Ah, herrlich. Herrlich. Wir brauchen, glaube ich, keine Pilzziele mehr herstellen, erstmal gerade. Sorry, war Macht der Gewohnheit. War so drin. Ich stelle hier auch 5 mächtige Klumpen her. Ich auch. Nur ich gucke halt in den einen Ofen rein, weil ich gerade Klumpen herstellen wollte, die sie halt Pilzziegel. Was 39-jähriger Hausmeister betreibt illegale Krypto. Ach, Mine. Unter seiner Schule. Fliegt wegen eines dummen Fehlers auf. Alles klar, Orgi. Ich wünsche dir noch einen entspannten Montagabend und Dankeschön fürs Dasein. Schönen Abend, Orgi. Knutscher. Oh, guck mal, du kriegst sogar einen Knutscher. Ich hab morgen keine Lust zur Arbeit. Ich auch nicht. Und übermorgen auch nicht und Donnerstag auch nicht. Freitag ist wieder okay, da ist kurz und Homeoffice. Ich hab auch keine Lust morgen.
Also nein, nein, nein und nein. Ich darf morgen Hagelschaden reparieren. Oh. Sehr viel Lust drauf. Sehr viel Lust drauf, mal eben 21 Meter Rinne zu erneuern. Du machst das schon. Bloß Fallrohren. Du machst das schon. Ich sitze morgen im Büro und ärgere mich wieder über Kunden, die zu blöd sind, ihre Ware abzunehmen. Und Speditionen, die nicht richtig anliefern können. Hast du wenigstens ein bisschen Arbeit zu tun? Ich nenne das eher Ärger als Arbeit. Ja, aber du hast wenigstens ein bisschen was zu tun und sitzt nicht die ganze Zeit nur rum. Das ist richtig, aber nicht viel. Es war zwischendurch mal mehr, jetzt ist es wieder weniger. Ja, aber du hast wieder ein bisschen was. Ja, ist gut, ich hab dich schon verstanden. Erst beschwert er sich, dass er nichts zu tun hat? Lustig. Ich beschwere mich immer, musst du immer, immer beschweren. Also wenn sich ein Deutscher nicht beschwert, dann ist er krank. Meinst du, dann nicht mehr Deutsch? Ist so. Ja, hallo, Deutsche können sich nur beschweren, das ist korrekt. Das ist Volkssport. Was macht ihr denn jetzt noch? Also ich tu noch eine Waffe upgraden. Das mache ich auch. Und weil du gesagt hast, du willst nächste Woche machen, mache ich halt jetzt noch so eine kleine Vorbereitung. Deswegen. Ich kann gar nichts upgraden. Alles upgegradet. Alles geupgradet, was ich upgraden will. Ich nicht. Ich warte noch auf 10 mächtige Steine. 10? Was hast du denn vor, abzugraden? Meine Axt. Ich habe mir gerade meinen Zauberstab noch auf 6 gebracht. Sowas habe ich nicht. Ich habe da nicht mal einen. Ich auch nicht, deswegen. Hahaha. Ha, ha. Oh. Ach, Ronny. Den kleinen Fauxpas lassen wir dir heute mal. Hex. Dum, 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 dum. Das heißt, dann machen wir nächste Woche Montag das als erstes. Erstmal wählen wir wieder ab, das ist klar. Aber danach dann halt im Endeffekt. Und ja, dann können wir uns um die anderen Mixvolare kümmern. Das wird super. Na, danach wird garantiert was kommen. Also storymäßig. Ja, klar. Es ist ja auch, wir machen das. Also, was ich davon ausgehe. Wir machen ja oben ja das größer werden Ding und dann wird die nächste Aufgabe sein, das da runterzubringen und den Knopf zu drücken. Wo runterzubringen? Zur Maschine vom Anfang. Ja, und dann wird es trotzdem nicht funktionieren. Bestimmt. Da wird irgendwas müssen wir noch machen. Oder dann kommen schmeckt das Truppen und wollen uns da unten kaputt machen. Wir haben auch noch genug Bosse, die wir besiegen müssen. Wir haben noch einen Boss besiegt. Wir haben die schwarzen Widmen noch vor uns. Wir haben noch die große Brutmutter. Dann haben wir die Mantis noch vor uns. Die Mixed Airs. Ja. Also wir haben noch sehr viel zu tun in diesem Spiel. Also wir sind noch ein paar Wochen beschäftigt, denke ich.
Aber ein paar Splitter. Können wir noch Splitterpfeile herstellen, ist die Frage. Haben wir dafür noch genug? I don't know. Ja, haben wir noch ein bisschen. Müssen wir vielleicht noch ein paar Staubmilben töten? Die sind ja auch noch mal um einiges besser. Die machen ja noch mal die Hälfte mehr Schaden als die Standardpfeile. Ja, okay. Soll ich dann abspeichern? Eine Sache will ich noch kurz probieren, dann kannst du. Ich glaube, das Seil ist richtig gespannt, sodass ich da drauf kommen kann. Nee, doch nicht. Ist doch nicht richtig gespannt. Schade. Ja. Dann ist egal. Ich hab versehentlich. Dann mache ich jetzt. Egal. Warte mal, ich gehe erstmal runter auf den Boden. Setz mich hin. Ich wollte gerade sagen, hey, du sitzt auf meinem Platz. Ja, jetzt ist es meiner. Haha. So, dann. Warte, ich vom Hof. Fettbällchen. Nossi sitzt auf meinem Platz. Ja, und? Ach, no, Ronny. So, fett beenden. Fett beenden, Nossi. Jo, hab fett beendet. Ja, Leute, dann nächste Woche, ne? Jo. Ja, wenn wie immer. Kommt. Alles klar, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns wahrscheinlich zwischendurch, aber ja. Ich bin jetzt erstmal raus. Jo. Bis dann. Gute fett Nacht. Beenden. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. So. Das war's für heute. Gucken mal, wo wir noch hin raiden können. Ach, guck mal, der Siggi ist live. Der Siggi freut sich, wenn ich mal wieder raide. Deswegen, ja. Gehen wir mal darüber. Also. War ein schöner Abend, doch recht kurz. Wir sind am Donnerstag wieder da. Morgen bin ich nicht da, Mittwoch bin ich auch nicht da. Genau, am Donnerstag sind wir wieder da. Zum Duo-Donnerstag. Mit dem Creepy geht es dann, soweit ich weiß, wieder in Anno. Und ja, gucken wir mal, wie es läuft. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Start in die Woche und wir sehen uns spätestens am Donnerstag, würde ich sagen. Bis dahin, ciao, ciao. Without you, I remember myself.